Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, vom Vertikalpass, der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Hallo, schön wieder dabei zu sein. Ja, wir treffen uns hier am Montagabend erneut. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, nicht ganz so überraschend, dass wir wieder über eine Niederlage des VfB Stuttgart reden müssen. Ja, bevor wir jetzt dann schon wieder zu den eher unangenehmen Dingen rund um den VfB kommen, habe ich mir heute überlegt, als erste Frage stelle ich dir mal eine Frage, die so ein bisschen einen positiven Touch bekommen soll. Gibt es denn irgendwas in den letzten 7 Tagen, was dir gefallen hat mit dem VfB Stuttgart, also in Verbindung gebracht? Also auf jeden Fall fällt mir dann ein die Rundmail an Mitglieder und auch diese Botschaft auf allen Kanälen, in der sich der VfB dann doch zum Tag der Erinnerung deutlich positioniert hat, halt gegen das Vergessen und ja eine Aktion gestartet hat, eine Rehabilitierung der Mitglieder, die in der NS-Zeit ausgeschlossen wurden. Und wir hatten da ja lange, lange, lange drauf gewartet, dass mal vom VfB mehr kommt als irgendwie nur so, wir stehen für demokratische Wertestatement und dass es sich mal klar positioniert. Und das hat er jetzt am Sonntag dann überraschenderweise und wunderbarerweise auch endlich gemacht. Und was ich halt toll fand, wirklich nicht nur mit irgendeinem Statement und nicht nur mit irgendeinem Sharepick auf Twitter, sondern wirklich mit einer Mail an alle, wie schon gesagt, und mit einer Aktion, die da wirklich hintersteht, die wahrscheinlich mehr Symbolcharakter hat, als dann wirklich praktikabel ist. Aber trotzdem finde ich es eine tolle Aktion. Also das ist so das Positivste, was mir in den letzten 7 Tagen rund um den VfB passiert ist. Und dafür muss man den Club dann ja auch wirklich mal loben. Genau darauf zielte meine Frage ab. Du bist natürlich logischerweise sehr gut informiert. Aber das war auch wirklich das Positive, was ich so aus den letzten Tagen mitgenommen habe. Man hat es ja lange gefordert, dass der VfB sich jetzt nicht nur in Bezug auf seine eigene Vergangenheit endlich mal konkreter äußert, sondern es gab ja schon häufiger den Anlass und mit Sicherheit auch eigentlich Bedarf, sich da mal klar zu positionieren und vor allem dann vielleicht auch sich anderen Vereinen anzuschließen mit der klaren Haltung gegen rechts. Und von daher fand ich es okay, dass man jetzt endlich mal reagiert hat. Es wirkt natürlich manchmal auch so ein bisschen fast schon gedrungen dann, wenn es nach so langer Zeit passiert. Aber ja, ich habe es ganz bewusst jetzt an den Anfang unserer Sendung stellen wollen, weil es fällt halt oft hinten über, solche Geschichten, ja. Man fordert es ewig, man beschwert sich darüber, dass der Verein nicht klar Farbe bekennt. Und wenn er es tut, finde ich, muss man es auf jeden Fall nach vorne stellen. Man kann da noch eine Menge tun, gerade hier in Stuttgart mit der Vergangenheit. Aber ich sag mal, diese E-Mail, und es gibt dazu auch noch einen etwas längeren Text auf vfb.de, kann man sich auch mal durchlesen. Das ist zumindest mal ein Anfang. Es gibt noch eine Menge Dinge, die man aus meiner Sicht tun könnte. Stolpersteine sind mit Sicherheit etwas, was ich persönlich immer sehr gelungen finde, weil du einfach für einen kurzen Moment ja aus so einer Normalität rausgerissen wirst. Ich meine, du wirst die ja auch kennen, die bekannten Stolpersteine, die es ja nicht nur in Berlin gibt. Ich glaube, in Frankfurt gibt es die inzwischen, Hamburg glaube ich auch. Stuttgart auch. Also Stuttgart hatten, auch, ja, okay. Als ich früher noch in Gablenberg gewohnt habe, da hatten wir welche bei uns in der Straße. Also die gibt's auch hier. Finde ich immer sehr gelungen und das könnte man vielleicht dann irgendwie am Stadion oder in der Nähe des Vereinsheims noch ein bisschen prominenter in den Fokus rücken. Das würde mir noch ganz gut gefallen, aber diese E-Mail, diese Texte jetzt auf vfb.de sind ein Anfang. Wie gesagt, man kann es ja nochmal kurz zusammenfassen, falls irgendjemand das nicht mitbekommen hat. Es geht um die Rehabilitierung von VfB-Mitgliedern. Es soll eine Erinnerung sein an Mitglieder, die zwischen 32 und 45 den Verein aus politischer Überzeugung verlassen haben oder als Juden zum Austritt genötigt und ausgeschlossen wurden. Das ist wirklich eine ganz, ganz dunkle Geschichte unseres Vereins. Denn man muss wirklich sagen, der VfB ist da relativ stramm vorneweg marschiert. Es war einer der ersten Vereine, die sich da sehr, sehr klar bekannt haben. Und zwar ja zum Hitler-Regime, so muss man es letzten Endes sagen. Es fällt einem wirklich schwer, da einfach so locker drüber zu reden, weil es halt so ein bedeutender Moment ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich vielleicht nicht der Richtige bin, um über so bedeutende Momente zu sprechen. Also es fällt mir dann etwas schwieriger, mich da ja einfach gefühlstechnisch auf diese Ebene zu wagen, weil es halt ein heikles Thema ist. Ja, und der VfB schreibt auch in dieser E-Mail, wir stehen gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung. Wir stehen für Vielfalt, Toleranz und Demokratie. Ich würde mir wünschen, der VfB würde das nicht nur an irgendwelchen Aktionsspieltagen leben, sondern regelmäßiger.
Ich finde es manchmal wirklich schon fast ein bisschen merkwürdig, dass es immer einmal im Jahr so einen Tag gibt, wo wir alle gegen rechts zu sein haben und die Welt bunt ist, und an den anderen 300 so und so viel Tagen, da ist das dann nicht ganz so wichtig. Das würde ich mir häufiger wünschen, nicht nur von der Bundesliga, sondern in erster Linie von meinem Verein. Ja, gute Aktion und wie gesagt, mehr davon würde ich einfach mal so jetzt stehen lassen. Als positiv. Genau, und da möchte man, muss man ja auch mal, also möchte ich nochmal ganz kurz Partei für den VfB greifen, weil es scheint ja oft so zu sein, als ob die halt bei solchen Aktionen halt sehr zögerlich mitmachen, gar nicht mitmachen, aber muss sozusagen, vielleicht dauert es bei denen dann auch länger, weil sie es halt vielleicht irgendwie ein bisschen genauer machen oder ein bisschen größer machen, weil jetzt hinter dem Ding steht ja wirklich auch eine Aktion, also da gibt es irgendwie so ein Portal dahinter, und sie haben ja auch Ende letzten Jahres halt wirklich eine wissenschaftlich verfasste Schrift rausgegeben zur Rolle des VfB im Nationalsozialismus. Also sie machen nicht viel, aber wenn sie es machen, dann machen sie relativ fundierte Geschichten. Also das muss man auch dann mal an der Stelle sagen. Ja, absolut. Also das sollte jetzt von mir auch nicht so rüberkommen. Falls kam auch nicht so an. Okay, das ist mir wichtig. Also wie gesagt, ich finde es schon okay, dass der Verein sich da in diese Richtung jetzt bewegt. Und Sebastian hat es gerade eben angesprochen, geht mal auf vfb.de, guckt euch das an, was der VfB da inzwischen schon in die Wege geleitet hat. Es gibt so ein Internetprojekt, er hat es angesprochen. Ich guck mal gerade, ob ich die URL auf die Kürze hier noch durchgeben kann. Vfb.de ist klar. Und ja gut, das ist jetzt eine relativ verschachtelte URL, vfb.de/1893/club und so weiter und so fort. Googelt einfach mal ein bisschen oder geht auf euer E-Mail-Konto und klickt euch da ein bisschen durch. Lohnt sich auf jeden Fall, da auch ein bisschen was zur Geschichte des Vereins dazuzulernen. Also ja, gute Sache und wie gesagt, von mir ein Anliegen, dass wir das hier vorne wegstellen. Denn das ist wichtig. Gut, also dann kommen wir dann doch jetzt wieder zum Tagesgeschäft, auch wenn der Übergang etwas banal erscheint, aber so ist es halt letzten Endes. Es geht hier um den VfB und das letzte Großereignis fand in München statt, gegen die Bayern. Und Sebastian, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, eigentlich ist es ja nur eine Frage, wie schlimm wird das Ganze? Bewegen wir uns auf Debakelniveau oder wird es so eine Leistung, die man sich im Nachhinein fast schon schönreden kann? Wo würdest du jetzt das Spiel gestern Abend einordnen oder gestern Nachmittag besser gesagt? Also ich habe mich vorher gefragt, wie man es einordnen kann. Ich tue mich da echt ein bisschen schwer mit der Einordnung, weil so je nach Spielzeit und Spielstand so unterschiedliche Interpretationen gibt. Ne? Weil wenn du in München spielst und liegst nach 5 Minuten 0-1 zurück und die Bayern drücken dann weiter, dann denkst du ja, okay, das könnte halt so ein HSV-Ergebnis geben, irgendwie so ein, weiß ich nicht, 2-8, 0-8 oder wie die da immer regelmäßig verloren haben. Ja. Wenn du natürlich dann mit 1-1 in die Halbzeit gehst, dann überlegst du dir, vielleicht ist dann doch was drin, und am Ende ist halt irgendwie so genau was dazwischen mit dem 4-1, was ja dann kein Debakel ist, trotzdem eine klare Niederlage. Schlechte Anfangsphase, gute zweite Hälfte der ersten Hälfte und dann wieder eine schlechte zweite Hälfte. Also ich tue mich da so ein bisschen schwer. Es ist genauso wie nach Mainz. Da sagst du auch, eigentlich total schlecht gespielt, aber dann in den letzten 10 Minuten war er wieder gut. Ne? Und das ist ja dann auch das, was die Verantwortlichen immer wieder hochholen, dass man eine Zeit lang gut gespielt hat. Aber man müsste halt mal schaffen, halt mehr dann 20, 25, 30 Minuten gut zu spielen. Ja, so ging es mir auch. Also ich muss erstmal kurz einleiten damit, dass ich relativ spät erst ins Stadion gekommen bin. Obwohl ich mir ausreichend Zeit freigeschaufelt habe. Ich war schon um 14 Uhr in München und dachte dann, nachdem wir da einen Kaffee getrunken haben, fahren wir einfach jetzt mal von der Stadt zum Stadion. Das sind dann, glaube ich, weiß nicht, 14 Kilometer oder 12 Kilometer. Das dauerte aber dann doch über anderthalb Stunden. Also ich kam erst so 15.40 Uhr ins Stadion. Ja, also da stand schon 0-1 oder 1-0 für die Bayern. Ich habe das Ganze auf meinem Handy via Sky Ticket mitverfolgt, was auch ein lustiger Moment war, wenn du da vor diesem Schlauchboot stehst und eigentlich drinnen sitzen solltest, aber das Ganze im Auto sitzend auf deinem iPhone verfolgen musst. Das war jetzt auch etwas, was ich so oft noch nicht hatte. Aber sei es drum. Ich bin dann praktisch reingekommen, als der VfB ein bisschen angezogen hat, und ich war zunächst erstmal überrascht, wie einfallslos die Bayern gespielt haben, so ab der 15. Minute. Also gefühlt war das eine sehr schwache Leistung der Bayern bis hin zur 40. Minute. Und ich fand das Tor natürlich großartig von Donis, aber insgesamt fand ich die Leistung auch eben zwischen der 15. und, ich sag mal, 40. Minute ordentlich. Ja, also das war schon in Ordnung, was der VfB da gezeigt hat. Aber irgendwie, ja, ich möchte fast sagen, gebe ich Michael Reschke recht, ab dem Moment, als sie was zu verlieren hatten, ja, haben sie nicht mehr so befreit gewirkt und waren auch nicht mehr ganz so risikobereit. Vielleicht
fehlte das. Sie sind auch nicht mehr so, haben nicht mehr so hoch gepresst, das ist einem schon aufgefallen. Man hat die Bayern fast schon wieder ins Spiel kommen lassen. Das ging schon Ende der ersten Halbzeit los aus meiner Sicht. Da war ich eigentlich ganz froh, dass es dann zur Halbzeitpause irgendwann dann mal ging und die Spieler vielleicht mal durchschnaufen konnten. Reschke meinte ja, es wäre vielleicht gut gewesen, komplett durchzuziehen. Aber also mein Eindruck war, dass es so ab der 40. Minute dann etwas schlechter wurde für uns und die zweite Halbzeit war wirklich nicht besonders gut. Das Problem, was ich habe mit dem Spiel insgesamt, dass mir da einige Dinge schon wieder viel zu positiv gesehen werden von Beteiligten. Also wenn du da halt 4-1 oder 1-4 untergehst, ja, auch wenn es die Bayern sind, und man spricht danach davon, dass der Kabak ein gutes Debüt gezeigt hat. Ich möchte nicht sagen, dass der schlecht war, aber es war jetzt auch nicht irgendwie herausragend, was er gespielt hat. Das war schon sehr gut und verheißungsvoll. Aber jetzt sich daran so aufzuhängen, dass er halt da 4-5 gute Aktionen hatte, das reicht mir nicht. Dafür war die zweite Halbzeit aus meiner Sicht zu schwach, zu viele individuelle Fehler. Das war für mich das Hauptproblem wirklich. Also Zieler, Kabak hat auch mal so ein Ding mit dabei gehabt. Überhaupt die komplette Defensive wirkte auf mich oft dann doch wieder sehr, sehr anfällig. Und im Großen und Ganzen würde ich der Mannschaft nur einen minimalen Sprung im Vergleich zum Mainz-Spiel attestieren wollen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Hast du eine deutliche Weiterentwicklung erkannt? Also wenn dann offensiv. Ne? Also ich fand es ganz erstmal vorm Anpfiff erfrischend, dass Markus Weinzierl sich getraut hat, Mario Gomez draußen zu lassen oder dass Mario Gomez auf seinen Einsatz verzichtet hat. Ich weiß nicht, das war ja so ein bisschen komisch formuliert dann seine Ansage danach. Aber ich finde, man hat gesehen, wenn man halt mit Donis und Gonzalez vorne drin spielt und dann auf den Außen noch Esswein und Zuber hat, dann ist man da deutlich variabler und bringt halt deutlich mehr Tempo rein, weil klar ist, wenn Mario Gomez vorne drin steht, ist der Plan, dass Mario Gomez die Bälle bekommt. Dann ist das Spiel halt natürlich relativ eindimensional. Und da war das halt nach vorne schon variabler, fand ich. Die vier haben gut gepresst, sind halt schneller, laufen viel. Das war gut. Und hinten, ja, da hat sich halt echt nicht so viel getan. Also ich meine, das Thiago-Tor, das 1-0 gleich nach 5 Minuten, war irgendwie aus so einem Tohuwabohu. Das zweite Bayern-Tor macht Christian Gentner. Vorher, finde ich, kann man den Ball irgendwie auch vielleicht schon klären, weil Zieler vielleicht gefoult wird, vielleicht auch nicht, aber da gibt es eine Chance, den zu klären. Das 3-1 geht halt auf die Kappe von Zieler und beim 4-1 lässt sich halt dann auch Kaba vom Lewandowski so ein bisschen, also sieht er auch nicht so gut aus, was ja völlig okay ist, aber es war jetzt ja nicht so, dass das halt alles so geil rausgespielt war von den Bayern, dass man sagt, okay, das kann man als VfB nicht verteidigen. Ne? Also es war ja alles so, man wünscht sich halt einfach mal ein Spiel vom VfB ohne Fehler in der Defensive und das haben wir halt schon lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Ja, ich kann mich erinnern, dass nach dem Spiel dann so ein bisschen gesprochen wurde, ja Mensch, wenn der Gonzalez nicht an den Pfosten schießt, das war ja auch nur ein Abpraller, und wenn der Donis in der ersten Halbzeit die Bude reinmacht, ja gut, wenn wir jetzt die hochprozentigen Chancen einfach bei den Bayern auch mit einrechnen, dann wären wir vielleicht bei einem 3-7 gelandet oder so. Also da gab es ja dann auch noch die ein oder andere große Chance für die Münchner, auch in der Anfangsphase. Ja, also ich möchte mich jetzt auch nicht hier auf einzelne Spieler irgendwie einschießen, aber was mir aufgefallen ist, um nochmal ganz kurz bei der Defensive zu bleiben, ist, dass Marc-Oliver Kempf eigentlich mit der Segnung von Markus Weinzierl, so möchte ich es mal ausdrücken, eine kleine Leistungsdelle bekommen hat. Also er hat sich ja wirklich in der Hinrunde dann gegen Ende als der Innenverteidiger schlechthin etabliert. Er war wirklich eine absolute Verstärkung für die Mannschaft, und seit es diese Aussage von Weinzierl gab in der Winterpause, im Trainingslager, dass er zur Achse gehört, was ja viele überrascht hat, bin ich der Meinung, dass es ein bisschen leistungstechnisch abgenommen hat beim guten Marc-Oliver Kempf, was vielleicht auch normal ist. Er hat ja auch in Freiburg zuletzt nicht mehr regelmäßig gespielt, also vielleicht ist es dann auch, was man erwarten muss von so einem Spieler mit so langen Verletzungssorgen, aber ich denke mal, du wirst vielleicht Ähnliches beobachtet haben. Die letzten zwei Spiele waren nicht mehr ganz so auf dem Niveau, was wir aus der Hinrunde kannten von Marc-Oliver Kempf. Ja, vorher schon, ne? Also ich glaube, gegen Schalke hat er noch das letzte Schalke-Tor eingeleitet. Also ich glaube, da hat er schon irgendwie so einen Bock drin gehabt. Ne? Also er kam ja aus der Verletzungspause, hat dann richtig, richtig gut gespielt, und dann dachte man, hey, jetzt hat man endlich einen, der die Innenverteidigung stabilisiert, und kaum denkst du das, fängt er halt an, da irgendwie die Böcke zu bauen. Ne? Und er hat gegen Schalke eingemacht, dann gegen Mainz nicht gut, jetzt auch wieder nicht so gut. Ja, und vielleicht ist es halt so eine ganz normale Leistungsdelle halt. Ne? Also kann gut sein, aber es ist halt irgendwie schade, gerade wenn du denkst, hey, jetzt ist da einer,
der hält den Laden dann zusammen, dann ist der auf einmal nicht mehr sicher. Und dann denkst du, hey, der Zieler macht's vielleicht und dann fliegt er halt so spektakulär unter eine Flanke durch. Ne? Also das ist halt irgendwie schwierig, weil immer irgendjemand so einen Bock baut. Ne? Und dann kommst du halt auf keinen grünen Ast. Ja, das wird interessant zu sehen sein, wie sich das dann gegen Freiburg gestaltet. Vielleicht ist Benjamin Pavard schon wieder eine Option. Der hat ja heute das komplette Training, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, mitmachen können. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht ist es für Kempf auch noch zu viel verlangt, mehr oder weniger der Abwehrchef zu sein. Ich meine, das war er ja letzten Endes jetzt gegen München. Ja. Vielleicht tut es ihm auch gut, mit so einem Spieler wie Benjamin Pavard an seiner Seite oder eben Baumi dann sich irgendwie anlehnen zu können. Und kann schon sein, dass die Erfahrung, die dann die Jungs haben, die regelmäßig gespielt haben, ihm dann auch noch mal ein bisschen zugutekommen. Darauf hoffe ich jetzt einfach noch so ein bisschen. Du hast schon ein Thema angesprochen, das wollte ich hier natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Und zwar die doch vielleicht nicht ganz so überraschende Aufstellung von Weinziel, wenn man sich mit dem VfB intensiv beschäftigt. Aber ich denke mal, für die neutralen Zuschauer war das schon eine Überraschung, dass Gomez auf der Bank sitzt, dass Aogo, der ja auch zur Achse zählte, muss man sagen, auf der Bank saß. Auch ein Gonzalo Castro saß wieder auf der Bank. Das ist jetzt vielleicht nicht die ganz große Überraschung gewesen. Nichtsdestotrotz hat er halt gegen Mainz, haben wir ja auch gesagt, eigentlich bislang sein bestes VfB-Spiel, immer noch auf eher mittlerem Niveau, aber es war dennoch sein bestes VfB-Spiel gezeigt. Ja, Mario Gomez hat eine Aussage getätigt, die hast du schon angesprochen, die fand ich auch ganz interessant. Und zwar meinte er, ich will das Beste für die Mannschaft und habe den Trainer in seiner Entscheidung bekräftigt. Ich fand es taktisch auch hervorragend von uns, also das Spiel. Wir hätten hier vielleicht einen Punkt mitnehmen können. Dazu gab es noch Äußerungen von Michael Reschke, dass Mario Gomez vor und während dem Spiel, also sprich in der Halbzeitpause, die Mannschaft motiviert hat, angefeuert hat und einfach sich wirklich diese Rolle gefallen lassen hat. Jetzt ist natürlich die große Frage, dann bin ich auf deine Einschätzung gespannt. Glaubst du, dass Markus Weinziel so viel Mut hat, wieder mit einer ähnlich offensiven, temporeichen Mannschaft zu starten, wie jetzt in München? Oder kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht dann doch eher eben wieder auf Gomez setzt und, ich sag mal, das Etablierte versucht zu verbessern? Also ob er Aogo in der Startelf hat, weiß ich nicht, aber ich würde höhere Geldbeträge drauf setzen, dass Mario Gomez am nächsten Sonntag in der Startelf steht, wenn er fit ist. Also da spricht ja nichts trotz dagegen. Trotz des Tors von Donis. Ja, also vielleicht startet er auch mal mit Donis und Gomez und setzt Gonzales wieder auf die Bank, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er Mario Gomez im Heimspiel gegen Freiburg draußen lässt. Also dafür scheint er ihm ja auch wirklich zu wichtig zu sein. Ne? Der musste ja bisher wirklich immer spielen, wurde auch immer stark geredet und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal auf ihn verzichtet. Also ich denke, da ist vielleicht das Spiel in München kein Bonusspiel gewesen, aber ein Sonderspiel, ne, wo man das mal machen konnte, ihn rauszunehmen, was ja auch wirklich Sinn gemacht hat. Aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass er am Sonntag um 15.30 Uhr auf der Bank sitzt. Ich habe mir noch nicht ganz entschieden. Ja, wir spielen um 15.30 Uhr, ja. Ja, nee, wir spielen am Sonntag um 18 Uhr, glaube ich sogar. Gegen Freiburg, oder? Täusche ich mich jetzt? Das kann auch sein. Ich hab ehrlicherweise noch gar nicht geplant. Ich habe nur Sonntag abgespeichert. Ich check das. Ich schaue jetzt sofort nach. Das muss hier geklärt werden, nicht, dass ich zu früh im Stadion bin. Wobei, ich habe mich noch gar nicht entschieden, ob ich ins Stadion gehe, wenn ich ehrlich sein soll. Bislang gibt's nur so ein Jackenangebot, das mir noch nicht so verführerisch daherkommt. Ja, 18 Uhr spielen wir gegen Freiburg. Ja. Gut, wie gesagt, ich habe mich noch nicht ganz festgelegt, wie er da aufstellen wird, aber ich denke mir so, Mensch, du hast doch jetzt gesehen, dass diese Jungs, die da jetzt die Möglichkeit bekommen haben, mit viel Tempo, vielleicht auch Mut, definitiv in der Lage sind, was zu reißen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, Freiburg ist ein ganz anderer Gegner als die Bayern, ja. Aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass dieses Tempo insgesamt ja in jedem Spiel uns gut tun würde. Denn es ist ja nicht so, dass wir jetzt besonders clever so Mannschaften wie Freiburg auskombinieren könnten. Also ich würde mir, glaube ich, schon wünschen, dass er wieder den Mut beweist und vielleicht den Jungs, die ja wirklich eine gute erste Halbzeit gespielt haben, dann auch nochmal das Vertrauen schenkt. Donis hat abgeliefert, hat wieder sein Tor gemacht. Ist auch eine Qualität, die er immer wieder zeigt. Wenn er die Möglichkeit bekommt, von Anfang an zu spielen, dann trifft er auch. Jetzt natürlich nicht so häufig, aber es ist auch dem geschuldet, dass er zum einen verletzt war in der Hinrunde und zum anderen natürlich auch die disziplinarischen Probleme so ein bisschen ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ich möchte den Pfostenschuss auch nochmal erwähnen gegen Mainz, das wäre fast auch nochmal ein Tor gewesen von ihm. Solche Aktionen hat man von Gomez gefühlt jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich möchte ihn jetzt hier nicht schlecht reden, ja, er hat trotzdem noch die meisten Tore für uns geschossen. Dann hast du Gonzales, der in den letzten zwei Spielen getroffen hat, jetzt vor dem Bayern-Spiel. Also ich würde es schon gut finden, wenn Weinziel sich das nochmal trauen würde und den Jungs einfach
nochmal die Möglichkeit gibt, gegen einen Gegner auf Augenhöhe, wie man so schön sagt, vielleicht dann nochmal zu beginnen und dann vielleicht nochmal abzuliefern und sogar erfolgreicher zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass wir nicht so viel zu verlieren haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir aufgrund einer so in Anführungsstrichen offensiven, temporeichen Aufstellung gegen Freiburg untergehen würden, oder? Nee, das nicht. Und ich meine, es wird natürlich das Stadion packen. Ne? Wenn da angepfiffen wird, ist dann Flutlichtspiel und der VfB macht halt dann gleich Vollgas, was man halt dann mit der Aufstellung macht. Eher als wenn halt ein Gomez vorne drin steht, hat man natürlich auch das Publikum. Also insofern wird das natürlich schon Sinn machen. Aber wie gesagt, ich würde es begrüßen. Allerdings glaube ich nicht dran. Also ich kann mir vorstellen, er startet mit Gomez, Donis und bringt vielleicht später dann irgendwie noch Gonzalez oder so, falls nötig. Aber also ich würde es begrüßen. Also und wenn das halt auch dann so ein Paradigmenwechsel ist, dass man sagt, hey, man lässt erstmal die starten und bringt dann Gomez vielleicht auch erst später oder so, ne? Also wenn halt dann die Abwehr schon ein bisschen müde gearbeitet wurde oder so, dann kommt er oder so, könnte ich auch mitleben. Und wenn er damit leben kann, so wie es ja scheint, dann wäre das hier wirklich mal eine Option. Es wäre schön, wenn Weinzierl halt da mal da dieses Schema F, was er bisher mal hatte, so ein bisschen aufbrechen würde. Du hast das Spiel ja im Fernsehen gesehen und dir wird auch aufgefallen sein, dass Gomez ab und zu mal eingeblendet wurde, wie er applaudiert, wenn dem VfB gute Aktionen gelungen sind, oder hat man das im Fernsehen nicht gesehen, ich glaube schon, oder? Doch, ja. So, auch nach dem Tor vom Donis und so, ne, da stand genau. Er ja so wie Ronaldo bei der Europameisterschaft halt irgendwie als Co-Trainer quasi dran und so, also, ja, klasse. Erstens, das fand ich klasse und dann habe ich auch die Jungs beim Warmmachen beobachtet, das war ja direkt vor den Auswärtsfans, die mitgefahren sind und Weinzierl schickt ja die Jungs immer so nach 20 Minuten raus, damit sie mal ein bisschen warm sind. Und dann habe ich das Ganze so ein bisschen beobachtet und der Gomez ist schon jemand, der da sehr involviert ist und auch so ein Antreiber ist für die Jungs, die da mit auf dem Platz eben jetzt ums Überleben kämpfen, um es jetzt mal sehr martialisch auszudrücken. Aber das gefällt mir schon, was er da für eine Körpersprache auch von außen hat. Also ich habe schon das Gefühl, dass er sehr, sehr gut mit dieser aktuellen Situation leben kann, wenn er sieht, dass das Ganze natürlich auch sich auszahlt für die Mannschaft und es sah ja in der ersten Halbzeit wirklich gut aus und ich glaube, dass er das dann akzeptiert und er ist ja auch so ehrlich, dass er gesagt hat, gegen den Süle werde ich wahrscheinlich kein Sprintduell mehr gewinnen und damit muss ich mich einfach dann abfinden. Mir ist es wichtig, dass der Verein vorankommt und das finde ich eine sehr ehrliche und auch imposante Aussage für so einen arrivierten Stürmer. Da gibt es genügend andere, die nicht die Eier in der Hose hätten, den Platz so bereitwillig herzugeben. Also das finde ich auch eine Qualität, die er da mitbringt. Ein anderer, da macht man sich eher Sorgen, möchte ich fast schon sagen, und stellt sich die Frage, ob er auch so großzügig ist, und zwar Holger Badstuber, der offiziell gefehlt hat wegen Magen-Darm-Problemen. Ich habe mit meinem Nebensitzer im Stadion so ein bisschen über diese Personalie gesprochen und wir waren uns beide relativ einig, dass bei Holger Badstuber vielleicht nicht nur Magen-Darm-Probleme für das Fehlen im Kader die Ursache sein könnten, sondern vielleicht auch so ein bisschen... Er hat das Problem damit, dass er hinter Kabak jetzt dann wirklich eigentlich zum Innenverteidiger Nummer 5 degradiert, muss man fast schon sagen, wurde. Wie siehst du aktuell die Badstuber-Personalie? Punkt oder Fragezeichen in dem Fall. Also wahrscheinlich ist ihm sein neuer Stellenwert in der Mannschaftshierarchie auf den Magen geschlagen. Und ja, hat das dann ist irgendwie gut. Problem gehabt. Nee, keine Frage. Also da kommt halt ein 18-jähriges Talent aus dem Ausland. Der hat, weiß ich nicht, 2, 3 Mannschaftstrainings mitgemacht und du fährst nach München zu Badstubers Ex-Verein und dann spielt halt der Kabak, ne, und macht's ja auch ganz gut. Aber klar, dann stellt sich natürlich für einen wie Holger Badstuber schon die Frage, welchen Stellenwert er bei Markus Wein Ziel hat und das scheint halt nicht der allergrößte zu sein. Da muss man sich ja dann fragen, wenn jetzt Pavard wieder fit wird, so wie es aussieht, Baumgartl hoffentlich nicht mit seiner Gehirnerschütterung oder vielleicht die Gehirnerschütterung so lange rummacht wie beim letzten Mal, wo es ja wirklich Wochen gedauert hat, dann scheint für Holger Badstuber ja echt in der Rückrunde kein Platz in der Innenverteidigung zu sein. Und dann würde es mich auch nicht wundern, wenn man jetzt dann gar nicht mehr sehen und oder ob wir überhaupt da nochmal sehen, das scheint ja irgendwie so eine sehr unglückliche Liaison jetzt zu sein, der VfB und Badstuber nach der Vertragsverlängerung. Ja, das stimmt. Was mich halt wundert, ist, dass so ein Profi wie Holger Badstuber nicht bereit ist, da diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Leistungskodex auf sich zu beziehen. Also er muss ja erkennen, dass andere einfach da momentan bessere Leistungen bringen. Ja, natürlich ist es jetzt immer noch nicht gut, was unsere Abwehr in der Runde bislang gezeigt hat. Aber so im Großen und Ganzen war er halt derjenige, der eigentlich fast in jedem Auftritt einen Patzer drin hatte. So, und dann kann ich mich natürlich nicht hinstellen und sagen, ich bin aber der Holger Badstuber und ich hatte mal ein echt gutes Halbjahr hier beim VfB und jetzt möchte ich weiterhin spielen. Ich erwarte einfach so viel Professionalität von Holger Badstuber, dass er sich dennoch voll reinhängt.
in den Dienst der Mannschaft stellt und vor allem dann, was ja auch sein kann, dass er das tut, aber es macht so nach außen hin nicht unbedingt den Eindruck, als ob er sich mit der Rolle so gut abfinden kann. Also siehst du da Probleme, dass wir vielleicht aufgrund Bart Stubers Unzufriedenheit in der Mannschaft Probleme bekommen könnten, gerade jetzt in den wichtigen Spielen, die anstehen in der Rückrunde? Na, nee, sehe ich eigentlich nicht mehr. Wir haben so viele Probleme, so viele entscheidende Probleme. Ich glaube, da ist dann die Personalie Bart Stuber, also wenn er da irgendwie den Stinkstiefel spielt, falls es so ist, kann man auch von außen so ein bisschen beurteilen, glaube ich, eher so ein nachgelagertes Problem. Und das belastet ja die Mannschaft auch sportlich da nicht unbedingt. Also ich glaube, die Personalie können wir relativ locker sehen, jetzt abgesehen davon, dass er halt gutes Geld verdient für lange Zeit in Stuttgart und keine Leistung dafür bringen muss, weil er halt gar nicht spielt. Aber das ist halt so. Er kann ja mit Maffeo ein paar Runden drehen. Dann können die beiden sich austauschen, wie scheiße der Verein ist. Ja, also die individuellen Fehler, die habe ich schon angesprochen, die mir auch wieder gegen die Bayern aufgefallen sind und natürlich nicht nur in diesem Spiel, sondern eigentlich sich komplett über die komplette Saison bislang ziehen. Und was man auch erkennt, ist die Häufigkeit der Eigentore. Ja, ich habe das heute auch auf Twitter mal geschrieben. Es ist schon merkwürdig, dass wir, wie auch schon in der Abstiegssaison, überdurchschnittlich viele Eigentore erzielen. In dieser Saison waren es bislang in 19 Spielen 4, ja, und in der Abstiegssaison waren es 7 nach 34 Spieltagen. Da frage ich mich halt auch, wie kommt das? Ist das Verunsicherung oder sind die einfach, es gibt ja diesen Spruch, hast du Scheiße am Schuh. Ist es das oder wie erklärst du dir das, dass der Niedergang, um es jetzt mal ganz dramatisch auszudrücken, des VfB immer auch so ein bisschen mit den Eigentoren einhergeht? Hast du dafür eine Erklärung? Nee, also ich habe mir auch gedacht, ne, dass wir jetzt irgendwie schon wieder Spitzenreiter bei den Eigentoren sind und dass auch eine Abstiegssaison ganz klar so war, was ja irgendwie schon ein Beleg dafür ist, dass es irgendwie nicht gut läuft. Aber jetzt ne, beim Eigentor vom Gentner, klar, wenn er wegbleibt, ist das ein Tor vom Gnabry, geht er hin, ist es ein Eigentor, aber da muss er hin und das ist dann einfach Pech in dem Fall. Ne? Klar gibt es halt auch Eigentore, die sind kein Pech, also jetzt zum Beispiel vor der Winterpause das Eigentor von Pavard, das war sicherlich noch ein Stück weit dämlicher, ne, weil es jetzt keine Rettungsaktion war, sondern irgendwie hingegangen, wo er nicht hingehen muss und verletzt sich noch dabei. Also das war sicherlich nicht besonders geschickt. Aber jetzt dann Christian Gentner da jetzt einen Vorwurf zu machen wegen des Eigentores, fällt einem dann schwer. Genauso wie, ich weiß gar nicht, letzten Spieltag, Ascasibar zählt auch als Eigentor, oder? Ja. Übrigens, also ne, auch da will er irgendwie retten und ne, geht halt sowieso in jeden Ball rein und von 10 gehen wahrscheinlich 9 irgendwie neben das Tor und einer geht rein und ist halt ein Eigentor. Also da tue ich mich ein bisschen schwer, ob das jetzt Zufall ist oder wirklich ein empirischer Beweis, dass wir wieder absteigen oder so, keine Ahnung. Ja, also ich habe mir versucht, auch darauf einen Reim zu machen und natürlich für mich ist das Naheliegendste ist halt, dass sich deutlich mehr in unserem Abwehrdrittel abspielt, als das in erfolgreichen Jahren halt der Fall ist. Also das ist für mich dann die Erklärung. Aber ja, es gibt natürlich auch andere Vereine, die nicht so gut dastehen und viele Gegentore kassieren, aber doch nicht so viele Eigentore schießen wie wir. Also ich werde das weiter beobachten und werde natürlich die Tabellenkonstellationen auch weiter beobachten und hoffe, dass sich das diesmal nicht bewahrheitet, dass der oder die Mannschaft mit den meisten Eigentoren am Ende absteigt. Was ich noch sagen wollte ist, währenddem ich übrigens vorm Stadion stand, habe ich ja die großartige, wie soll man das nennen, Sky-Unterhaltungssendung mit Didi Hamann verfolgt. Also das, was dann immer so vor so einem Spiel kommt. Und da ist mir aufgefallen, dass Didi Hamann Santiago Ascasibar immer Santiago Ascasibar nennt. Wie hat man denn sowas? Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Der Mann, der steht gefühlt jeden Tag im Sky-Studio und sagt dann immer Ascasibar. Das muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen. Lieber Didi Hamann, guck doch einfach nochmal nach, wie der Spieler richtig ausgesprochen wird. Also ich spreche ihn auch nicht richtig aus, aber ich traue mich nicht an diese spanische Aussprache ran, weil das hört sich, glaube ich, ein bisschen doof an, wenn man es nicht richtig aussprechen kann. Dann sage ich lieber Ascasibar oder Ascasibar. Schön. Ja, nutzloses Wissen hier bei STR. Es gab noch einen Spieler, der seine Rückkehr gefeiert hat. Ja gut, es gab schon so ein kleines Intermezzo gegen Schalke, aber da war er, glaube ich, geistig gar nicht anwesend auf dem Platz. Er war voll zugedröhnt. Und diesmal wirkte er dann doch etwas klarer, nämlich Daniel Didavi durfte noch ein paar Minuten ran, musste danach übrigens noch intensive Läufe auf dem Platz absolvieren. Das habe ich interessiert mitverfolgt. Ein paar Sprints hoch und runter. Ich denke mal, wir sind uns einig, wenn ich jetzt behaupte, das ist eine ganz, ganz wichtige Personalie für die nächsten Spiele, oder? Wenn er fit wäre und beginnen könnte.
Ja, ne, wenn, und wäre. Also, ich meine, das ist ja irgendwie das Schwierige, ne? Markus Weinzierl ist jetzt 12 Spiele da und es gibt halt keine Stammelf irgendwie, ne? Also rechts hinten denkt man, geht man aus der Winterpause raus, ja, jetzt Castro ist es, der spielt nicht mal schlecht und jetzt spielt auf einmal Andy Beck, ne? Und wer spielt jetzt gegen Freiburg? Castro, Beck, also und Didavi auch, du kannst halt mit ihm nicht rechnen, ist er halt gegen Mainz nicht mal im Kader, jetzt spielt er ein paar Minuten, dann spielt er gegen Freiburg vielleicht mal 90 Minuten, um dann gegen Düsseldorf wieder nicht im Kader zu stehen. Das ist auch so eine Personalie, wo ich mich brutal schwer tue. Also ich kann mit dem gar nicht rechnen, ne? Also macht er jetzt noch 10 Spiele in der Rückrunde oder macht er 2? Also ich könnte jetzt für das eine und für das andere Argumente liefern, aber das ist auch so ein Spieler, mit dem ich jetzt aktuell überhaupt gar nicht rechnen kann und will, weil man nicht weiß, also ob der überhaupt spielen kann. Also, was mich erschreckt hat, war, als Didavi letzte Woche nicht im Kader war gegen Mainz, weil er noch nicht ganz fit war und es mir nicht aufgefallen ist. Also, Ja. das fand ich komisch, weil das war schon so ein Spieler, da habe ich immer geschaut, ist der fit, spielt der oder ist er zumindest im Kader. Und gegen Mainz habe ich schon überhaupt nicht mehr mit ihm gerechnet und war überrascht. Also, ich sag dir, wie es wirklich war. Ich sitze da auf der Tribüne und sehe unsere Jungs, wie sie sich warm machen. Und habe mich dann wirklich für ein paar Sekunden gefragt, wer ist denn der eine Spieler da? Wer ist das denn? Ist das irgendeiner von der Jugend, den ich nicht kenne? Und dann kam mir erst, dass das Dani Didavi war. Muss dazu sagen, ich saß nicht direkt am Zaun, also dann hätte ich ihn schon erkannt. Es war schon ein Stück weit dann eine Entfernung zwischen uns, aber das sagt doch auch schon einiges darüber aus, ja, wie das hier mit Dani Didavi beim VfB läuft, dass wenn Leute, die sich wirklich sehr intensiv mit dem Verein auseinandersetzen, fast schon überrascht sind, wenn dieser wichtige Spieler plötzlich mal wieder auftaucht. Wenn du nicht so richtig mit dem rechnen kannst, dann sind wir ja eigentlich schon wieder bei dem Thema Transfers, ja, ohne dass wir jetzt großartig spekulativ an die Sache rangehen sollten. Ich werde auch nachher noch ein bisschen mit dir über den Özcan-Transfer sprechen wollen, aber nur ganz, ganz grob gefasst, bist du der Meinung, da muss dann eigentlich noch jemand kommen für die Zentrale in, ja, Mittelfeldzentrale? Ja, für die Zentrale schon, ob es jetzt auf der 10 oder auf der 8 ist, ne, aber irgendjemand müsste ja kommen, oder muss eigentlich kommen, der die Rolle ausfüllen kann, für die Didavi und oder Castro gedacht waren, ne, weil die zwei kamen, um das Mittelfeldzentrum zu beleben und keiner von den beiden kann es. Der eine, weil er die Leistung nicht bringt oder nicht mehr bringt, der andere, weil er ständig verletzt ist. Und natürlich müsste man für die Zentrale noch einen Spieler finden. Nur ob das dann jetzt in der Winterpause gelingt, ist natürlich die andere Frage. Ja, da wurde ja jetzt heute dann stark über Omar Mascarell diskutiert. Das habe ich eigentlich gar nicht großartig kommentiert, weil das kam mir so merkwürdig vor. Eine Mannschaft, die zum einen selber gucken muss, dass sie unten rauskommt und viele Verletzungsprobleme hat, wird jetzt vielleicht nicht einen direkten Konkurrenten einen so wichtigen Spieler einfach überstellen. Das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, ganz ehrlich. Ja, und ansonsten sind da, glaube ich, viele Leute, die da momentan in der Verlosung sind, die ich jetzt persönlich gar nicht so richtig einschätzen kann, ob die uns weiterhelfen können oder nicht. Aber ich bin auch der Meinung, es muss definitiv noch was getan werden. Es muss eine Option geschaffen werden, weil, wie du schon richtig gesagt hast, du kannst mit Daniel Didavi eigentlich nicht planen. Wäre fahrlässig aus meiner Sicht. Ja, genau, wenn jetzt das Spiel jetzt gegen Freiburg spielt meinetwegen gut, spielt 90 Minuten und heißt danach, ja, leider fällt er jetzt 4 Wochen aus oder so. Und niemanden würde es wundern. Also das scheint ja einfach nicht zu funktionieren. Gibt noch zwei Beobachtungen, die ich speziell zum Spiel gemacht habe und dann noch ein Randthema, möchte ich fast schon sagen. Zum einen hast du gerade Andy Beck angesprochen, der ja als Rechtsverteidiger spielen durfte gegen die Bayern und der hat ja wirklich überhaupt keine Sonne gegen Kingsley Coman gesehen. Jetzt ist natürlich Kingsley Coman schon eine andere Qualität Spieler, ja, also als der ein oder andere Bundesligaspieler, gegen den Andy Beck sonst so ran musste. Aber das hat mich schon ein Stück weit verunsichert, wie stark eigentlich Coman da aufziehen konnte gegen Andy Beck. Also vielleicht eröffnet sich ja doch noch eine Möglichkeit für Castro dann über rechts. So richtig präferiere ich Castro nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre mir, glaube ich, schon recht, wenn Beck dann spielen würde. Maffeo, das Thema ist ja erstmal durch. Und was mir auch noch aufgefallen ist dass Markus Weinzierl mal wieder sehr, sehr unzufrieden war, wenn es um die Umschaltmomente ging. Ich habe das letzte Woche schon erzählt, dass er von den Außenverteidigern einfach verlangt, dass die in dem Moment, wo wir in Ballbesitz kommen, sich mit Tempo sofort nach vorne mit einschalten. Und mir ist diesmal in München aufgefallen, dass also Markus Weinzierl hier wirklich nahezu ausrastet, wenn Ron-Robert Zieler den Ball so ewig lang in der Hand hält und ja nicht direkt den Ball nach vorne schlägt, einen der Außenverteidiger oder eben von mir ist dann halt Zuber oder Esswein mit einbindet und einfach versucht, das Spiel schnell zu machen, schnell in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Also das scheint auch noch etwas zu sein, was Markus Weinzierl
Fuchsteufels wild macht, diese etwas ja verschlafene Art vom VfB, das ist ja auch das, was wir letzte Woche schon mal angesprochen haben. Es fehlt in manchen Situationen einfach die Gedankenschnelligkeit so ein Stück weit. Ja. Letztes Thema zum Thema Bayern München ist natürlich Dietrich Wolfgang, bekannt Präsident des Vereins. Es gab wieder Dietrich Rausrufe und jetzt könnte man natürlich nochmal über das sprechen, was wir letzte Woche schon getan haben, aber ich habe mir in eine andere Richtung zu dem Thema ein bisschen Gedanken gemacht, denn ich saß nicht direkt bei den Ultras, möchte ich mal sagen, sondern eher so, also das war ein solides Kärcher-Tribünen-Publikum, wo ich mich da rumgetummelt habe. So, ja. Und da hat original niemand mitgeschrien, Dietrich raus. Niemand. Im Gegenteil, neben mir saß ein Vater, der mit seiner Tochter im Stadion war. Die Tochter wird so um die 18, 19 gewesen sein. Der Vater vielleicht so zwischen 50 und 60, einfach mal grob geschätzt. Und der hat dann angefangen so rumzubrüddeln. Ah, die wisset auch etwas, was ihr wollt. Also ich werde jetzt mal auf Hochdeutsch versuchen, damit es dann die Leute verstehen, die vielleicht nicht unbedingt hier aus dem Schwabenland kommen. Also sie wissen nicht, was sie wollen, die Jungs von Kommando Kanstadt. Einmal so. Letztes Mal war der Wahler schlecht, jetzt ist es der Dietrich, als ob der auf dem Platz steht. Und ich stimme ja der Aussage Dietrich raus zu 100% zu. Ja, mir ist persönlich auch klar, warum Dietrich raus. Aber ich bin der Meinung, dass man vielleicht diesen Protest gegen Dietrich ein bisschen cleverer aufziehen muss. Und zwar sollte man vielleicht eher aufzeigen, was man möchte und nicht, was man nicht möchte. Also was ist das Problem mit Dietrich, ist das eine, aber was ist denn das, was die Jungs da möchten, die schreien Dietrich raus? Da gibt es ja schon ein paar Punkte, die man vielleicht dann auch mal via Spruchband kundtun könnte, dass man einen Präsidenten möchte, der sich selber nicht wichtiger nimmt als den Verein, ja, der sein persönliches Interesse dem des Vereins unterordnet, der auch herzeigbar ist, wenn man das so sagen kann, ja, in der Öffentlichkeit und nicht wie ein Kasper rüberkommt, der moralisch für gewisse Werte steht. Also Sachen könnte man vielleicht auch mal nach außen kommunizieren. Nicht nur jetzt Kommando Kanstadt, Schwabenschirm, alle Ultras, die da Spruchbänder hochheben, damit Leute, die vielleicht im Prinzip dafür wären, einen anderen Präsidenten zu wählen, aber auch wissen, warum sie jetzt einen anderen Präsidenten wählen sollen. Weil für viele kommt es wirklich nur so an, Dietrich raus oder eben Präsident XY raus. Also mir kam es so vor, als ob es den Leuten neben mir so ging, dass sie dachten, ja, die da oben schreiben Dietrich raus, weil es momentan einfach sportlich schlecht läuft. Also vielen war offensichtlich nicht klar, was das Problem mit Wolfgang Dietrich ist. Jetzt frage ich dich mal, es ist jetzt eine große Frage, aber wie kann man dieses Anliegen besser kommunizieren, so dass das letzten Endes auf der Haupttribüne, vielleicht dann noch am letzten, aber dann von mir aus auf der Kärcher-Tribüne verstanden wird, was das Problem mit Dietrich ist? Ja, das ist halt die große Frage. Natürlich passt so ein Dietrich raus besser auf ein Spruchband, als halt irgendeine lange ausgefeilte Botschaft. Aber klar ist auch, dass natürlich diese Negativargumente relativ leicht angreifbar sind. Das war ja auch das Argument schon vor der Wahl von Wolfgang Dietrich, als dann viele sagten, naja, den wollen wir aber nicht, dann hieß es ja, ihr wollt den VfB in Schutt und Asche sehen, war ja, glaube ich, wirklich das wortwörtliche Zitat, wenn man halt keinen Präsidenten wählt. Ja. Und natürlich muss man eher mit Positivargumenten kommen als mit Negativargumenten. Aber natürlich sind Negativargumente viel plakativer und lassen sich halt dann in zwei Worten halt wirklich da in die Kurve halt reinpinnen, ne? Genauso wie es halt fick dich DFB total kontraproduktiv eigentlich ist, aber natürlich total plakativ dann. Und das ist natürlich so von der Kommunikation her schwierig, da irgendwie einen gesunden Mittelweg zu finden. Aber ich fand das beim Heimspiel gegen Mainz war es ja dann schon relativ gut, einfach mit der Menge an Botschaften, die man hatte, hat man ja schon so ein bisschen transportiert, dass man schon Inhalte hat und nicht nur sagt, der aktuelle VfB-Präsident raus, sondern hat ja auch gesagt, ne, worum es geht, also warum man ihn für den Falschen hält. Ja. Aber klar, so das positiv zu gestalten und positive Botschaften zu senden, was man denn stattdessen will, ist schwierig. Man kann das sicherlich ausformulieren, aber wahrscheinlich nicht auf ein Transparent, was dann, weiß ich nicht, 5 Meter breit ist. Aber das wollte ich einfach mal so kundtun, dass man an der Basis, nenne ich es jetzt einfach mal so, nicht ganz versteht, warum jetzt alle wieder gegen den Präsidenten schießen. Also das, ich meine, das ist auch das, was ich so im privaten Umfeld mitbekomme. So die ganz normalen VfB-Fans, die sich halt auf Sky die Spiele angucken, die kriegen gar nicht so richtig mit, was das Problem mit Wolfgang Dietrich letzten Endes ist. Also viele reduzieren das dann auf so Sachen wie, ja, nur weil er den Wolf rausgeschmissen hat. Es ist ja nicht das Problem, was man mit Dietrich hat, nicht das Hauptproblem, das ist ein Teil des Problems. Aber ja, also man,
ich kann natürlich hier leicht reden. Ja, man soll die positiven Sachen voranstellen und Gegenargumente liefern gegen Dietrich und so weiter und so fort. Aber die Umsetzung, da gebe ich dir recht, ist vielleicht dann gar nicht so leicht. Aber da sollte man sich vielleicht Gedanken machen, wie man das einfach besser kommunizieren kann. Also ich denke, dass da die Dietrich-Gegner, zu denen ich mich auch zähle, sich noch ein bisschen besser aufstellen könnten, um vielleicht noch mehr Leute auf ihre Seite zu holen, weil das könnte mal wichtig sein, so möchte ich es mal ausdrücken. Genau, wobei das ja war, ich weiß gar nicht, war es das Schalke-Spiel oder das vorletzte Heimspiel der Hinrunde, da wurde ja im Kantscher Tablette nochmal sehr fundiert eigentlich ausgeführt, wie sich dieses Dietrich raus eigentlich speist. Ne? Also da wurde ja wirklich sehr schön argumentiert und alle Aussagen aus der Vergangenheit nochmal zitiert und zum Teil widerlegt. Also das war dann ja schon eine Sache, die weitaus mehr war als nur irgendwie so ein Dietrich-Haus-Transparent, wo dann genau gesagt wurde, warum man der Meinung ist, dass er nicht der richtige VfB-Präsident ist. Wenn wir schon bei Wolfgang Dietrich sind, dann gab es am Wochenende mal wieder so ein Aufschreithema, so möchte ich es mal nennen. Und zwar hat sich Wolfgang Dietrich die Ehre gegeben und war zu Gast bei einer Podiumsdiskussion, wenn ich das noch richtig zusammenbekomme, der, wie heißt die Zeitung, Backnanger Kreiszeitung, war das so? Ja, irgendwas mit Backnanger auf jeden Fall, also irgendwie das Backnanger Blättle, ja? Ja, genau, das Backnanger Blättle, da war er auf einer Podiumsdiskussion und hat so ein paar Dinger rausgehauen, so typische Dietrich-Zitate. Es ging um Pablo Maffeo, ich fasse es mal kurz zusammen, könnt ihr auch nochmal nachlesen auf der Twitter-Seite oder auf dem Twitter-Kanal vom Vertikalpass, da gibt es einen schönen Screenshot zu dem Thema, @Vertikalpass kennt ihr natürlich, aber ich sag's trotzdem nochmal dazu. Also Dietrichs Äußerungen zu Maffeo, er fühlt sich hier nicht wohl, steht komplett quer im Stall. Es gehört auch dazu, dass man, also so bezeichnet er Maffeo jetzt, es gehört auch dazu, dass man so einen Flop wie Maffeo dabei hat. Ich glaube nicht, fand ich auch noch eine schöne Aussage, dass Maffeo ein finanzieller Verlust für uns wird, ja, weil er geht davon aus, dass man das irgendwie hinbekommt und man das kriegt, was man letzten Endes bezahlt hat. Da ging halt dieses Bild aus der nackten Kanone rum, wie sich alle gleichzeitig so Facepalm-mäßig die Hände vor den Kopf knallen. Das war also wieder so eine typische Dietrich-Aktion, oder? Ja, ne, also ich finde es ganz witzig, weil man wirft unserem Sportvorstand zu, die Wahrheit zu sehr zu beugen, und dann werfen wir unserem Präsidenten vor, zu viel die Wahrheit zu sagen. Aber es ist halt einfach ungeschickt. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass ein teuer gekaufter, vermeintlicher Star im Verein nicht zündet und schnell wieder abgegeben wird. Ne? Das gab es beim VfB, das gab es bei allen anderen Vereinen, das wird es immer wieder geben. Das kann passieren. Der fühlt sich, der Maffeo, vielleicht einfach in Deutschland nicht wohl, er fühlt sich in Stuttgart nicht wohl. Da hat sicherlich er seinen Anteil dran, da hat der Club einen Anteil dran. Wie das jetzt gewichtet ist, wissen wir nicht, aber es ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Und dann muss man ja überlegen, okay, das Maffeo VfB funktioniert nicht, was machen wir? Und dann sagt man, okay, wir verleihen den oder vielleicht verkaufen wir ihn auch, aber während er noch Angestellter vom VfB ist und man versucht, einen neuen Arbeitgeber für ihn zu finden, ihn dann so zu verbrennen, das geht mir halt nicht in den Kopf. Also vor allen Dingen, wenn man dann halt 24 Stunden später Michael Reschke bei Sky 90 hört, der sagt, naja, wenn das mit der Ausleihe nicht klappt, dann setzen wir uns Anfang Februar zusammen und norden ihn ein. Und dann soll er auf einmal wieder für den VfB spielen. Ich meine, der spielt doch, macht doch kein Spiel mehr für den VfB. Das ist doch jetzt, das Tischtuch ist doch zerschnitten, also spätestens nach dem Interview. Und das verstehe ich nicht, wie man sich halt dann so ungeschickt anstellen kann. Man kann das ja alles denken und intern auch genauso besprechen, aber doch nicht bei einer öffentlichen Veranstaltung, die dann, deren Inhalt dann kurze Zeit später die ganz Deutschland halt liest. Das geht mir halt nicht so ganz in den Kopf. Ja, es gab dazu auch noch einen Artikel, den man heute lesen könnte, eben dieser Backnanger Kreiszeitung, da hat sich Dietrich ja auch nochmal zu der aktuellen Situation geäußert und meinte mehr oder weniger, wir sind absolut im Plan, es ist jetzt nur eigentlich gerade mal der Tabellenplatz, der nicht passt, aber sonst sieht es eigentlich ziemlich cool aus bei uns. Und es hat wirklich auch dieses Interview, ich bin diesen Menschen einfach nicht besonders positiv gestimmt, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass er wie so ein König von oben herab zu uns spricht, zu uns Fans. Also auch dieses Interview, das stößt mir so übel auf. Geht es dir auch so, oder ist es bei mir wirklich einfach, dass ich den Menschen an sich nicht mag und deswegen alles immer gleich so ein bisschen in Frage stelle, was er sagt, und eher negativ beachte oder betrachte? So ist es richtig. Ja, also mittlerweile muss ich sagen, ich sehe es auch negativ, aber gar nicht mehr so negativ, weil ich immer denke, na, das ist halt, also er
Er kommt hier aus Backnang und ist da irgendwie heimisch und macht halt Heimspiel. Und ich glaube, er sitzt da halt und plaudert, ne? Ja. Und er sagt halt das, was er denkt. Und er ist ja wirklich so, so alte kaufmännische Schule. Und er sagt, okay, wir haben halt so einen Invest gemacht mit dem Maffeo, hat halt nicht geklappt, jetzt müssen wir halt irgendwie wieder abstoßen und wir machen keinen finanziellen Verlust, ne? Ja, also er redet ja so, wie er denkt. Und das kann man ja auch machen. Das ist jetzt nicht, alles nicht schlimm, aber man darf es halt nicht in der Öffentlichkeit so machen. Und im Endeffekt wird es dem VfB halt Geld kosten, ne? Und das ist nicht sein Geld, sondern das Geld des Vereins. Und das finde ich halt so ein bisschen schade oder ja, mehr als schade. Und viel schlimmer finde ich halt, dass einfach der VfB mit jedem Interview, dass der Herr Reschke beim Backnanger Blättle gibt oder mit jedem Interview, was Michael Reschke bei Sky90 gibt, der VfB an Reputation verliert einfach. Und das ist die eigentliche Katastrophe. Das ist das Schlimmste, dass du eigentlich gar nicht mehr weißt, welche Aussage du jetzt wie auffassen sollst. Also ich meine, weil wie viele Präsidenten und wie viele Sportdirektoren haben gesagt, der VfB und Maffeo, wir haben uns das beide irgendwie anders vorgestellt, es hat nicht so geklappt wie gewünscht, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Und das Thema ist abgehakt, nächstes Thema, ne? Aber so ja. Ein bisschen Professionalität in der Außendarstellung darf man dann, glaube ich, auch schon fordern. Gebe ich dir absolut recht. Ich möchte noch ganz kurz beim Thema Maffeo bleiben, denn es gab heute auch ein paar interessante Äußerungen von Markus Weinzierl. Wir haben uns ja alle so ein bisschen verwundert die Augen gerieben, als es hieß, Maffeo wäre im Endeffekt der größte Störenfried im Kader. So ein bisschen hat man ja Donis immer diese Rolle zugeschoben und jetzt konkretisiert sich das, dass Maffeo, wo offensichtlich wirklich, ja, auch ein Problemkind ist, so möchte ich es mal sagen. Weinzierl meinte, in Bezug auf Maffeo und dessen Suspendierung, er bringt keine hundertprozentige Leistungsbereitschaft mit, aber die brauchen wir im Kampf gegen den Abstieg. Wir brauchen Spieler, die sich mit der Aufgabe und dem Verein identifizieren. Dann heißt es noch, dass Maffeo im Training, also statt sich aufzudrängen, immer davon sprechen würde, dass er lieber den Verein wechseln würde. Und Weinzierl sagte, ich habe ihn ein, zweimal ermahnt, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Im Endeffekt hört sich das für mich so an, als ob zwischen Weinzierl und Maffeo eigentlich die Messe gelesen ist. Da wird nicht mehr viel passieren. Also einer von beiden wird dann irgendwann mal das Weite suchen. Wahrscheinlich eher... Ich weiß es nicht, ich möchte erstmal noch nichts sagen. Irgendeiner wird genau, irgendwann ich bin auch, ganz vorsichtig. Ja, das stimmt, ich merke es auch gerade. Aber wie siehst du es jetzt, nachdem man so ein paar Einblicke bekommen hat mit Maffeo? Überdenkst du da auch noch so deine Meinung, die du vielleicht noch vor eineinhalb, zwei Wochen hattest? Oder wie bewertest du aktuell Pablo Maffeo? Boah, es fällt mir echt schwer, da zu sagen, wer jetzt welchen Anteil an der Misere hat. Also es scheint ja auf jeden Fall mal nicht so zu sein, dass der Maffeo halt irgendwie vom Einsatz und Einstellung her ein Musterknabe wäre und von der Mannschaft irgendwie links liegen gelassen worden wäre. Also er scheint ja schon einen großen Anteil dran zu haben. Aber ich kann es nicht einschätzen. Vielleicht gäbe es andere Trainer, die sagen würden, hey, den kriege ich hin. Ne? Also weiß nicht, vielleicht ist Markus Weinzierl auch ein Disziplinfanatiker. Also man hat's ja, er hat ja auf seiner Station in Augsburg schon im Trainingslager irgendwie die diverse Spieler sanktioniert, weil sie zu spät kamen. Er hat jetzt beim VfB gemacht. Vielleicht ist er jemand, der vielleicht aufgrund seiner Lehrerausbildung halt überhaupt nicht mit irgendwie Unpünktlichkeit und Disziplinlosigkeit kann. Kann ich alles nicht einschätzen. Was man halt sagen kann, ne, Pablo Maffeo ist der Rekordeinkauf gewesen im Sommer. Der kam für 9 oder für 10 Millionen und man hat halt ein halbes Jahr gebraucht, um ihn zu verheizen. Und das war es jetzt eigentlich. Und jetzt redet man ihn schlecht und es lässt den VfB nicht gut aussehen und ist wahrscheinlich auch finanziell keine gute Sache für den Club. Und das ging dann jetzt doch relativ schnell. Und ja, und Pablo Maffeo wird seinen Anteil dran haben. Wie groß der jetzt ist, vermag ich nicht zu sagen. Also ob er eine zweite Chance verdient hätte, ob es Sinn machen würde, ihm eine zweite Chance zu geben, weiß ich auch nicht. Aber nach all dem, was jetzt in der Zeitung stand und im Fernsehen gesagt wurde, muss man ja sagen, er hat eigentlich keine Zukunft mehr beim VfB. Ja, zumindest nicht kurzfristig, wie das nach einer möglichen Leihe aussieht, sei mal dahingestellt, weil ja, es ändert sich relativ schnell immer alles hier in Stuttgart. Also es kann in einem Jahr schon ganz anders aussehen. Aber ich möchte dennoch noch dazu sagen, also nach dem, was Weinz hier jetzt gesagt hat, muss man definitiv sagen, muss sich halt Pablo Maffeo auch nicht wundern, dass jemand wie Markus Weinz hier sagte, der einfach auch für bekannt ist, du hast es ja schon angesprochen, dass er auf Disziplin Wert legt, ja Junge, dann bleibst du halt weg. Dann drehst du halt hier deine Runden. Und vielleicht ging er wirklich so ran, dass er der Meinung war, du, ich komme ja von Man City, habe bei Girona Messi an die Wand gespielt, ich übertreibe jetzt ganz bewusst,
was wollt ihr eigentlich von mir? Entweder ich spiele hier oder ich wechsle. Vielleicht gab es mal wirklich solche Äußerungen, die man in Frustsituationen auch nachvollziehen kann. Aber es gibt bestimmt Trainer, wie du sagst, die dann das vielleicht auch als Ansporn sehen, den Jungen hinzubekommen. Und ein Weinzierl sagt halt, nicht mit mir, Feierabend. Entweder du gliederst dich hier ein oder du kannst dich verpissen, um mal direkt auf den Punkt zu bringen. Also, genau, wir sehen das jetzt alles ja gerade auch aufgrund der sportlichen Situation alles immer tendenziell schlecht. Genau. Aber es gibt natürlich auch eine ganz andere Lesart der Situation, dass man sagt, toll, dass Markus Weinzierl halt null Rücksicht drauf nimmt, dass es der Rekordeinkauf ist oder war, sondern sagt, hey, der zieht nicht mit, der hat bei mir keine Chance mehr, und dass auch dann Michael Reschke und Wolfgang Dietrich hinter ihm stehen und nicht sagen, hey, das ist unser Rekordeinkauf, der hat wie viele Jahre Vertrag? 4 oder 5? Du bist gerade erst gekommen, Maffeo spielt, ne? Sonst bist du weg. Also, dass sie da wirklich dann halt die drei in einer zusammenstehen und diese Meinung halt auch wirklich unisono vertreten. Das ist ja dann auch eine gute Lesart der Geschichte. Ja, das ist genau das, was man ja Reschke und Dietrich unterstellt hat, was Hannes Wolf dieses Vertrauen nicht entgegengebracht wurde, als er sich vielleicht auch hilfesuchend an Reschke gewandt hat und gesagt hat, ich erreiche nicht mehr alle in der Mannschaft. Also vielleicht kann man es auch so interpretieren, dass Reschke daraus gelernt hat. Natürlich ist es auch immer eine Frage, gegen wie viele Spieler musst du innerhalb der Mannschaft ankämpfen, wenn du jetzt von einem 90er sprichst, 21 Jahre alt, der, was weiß ich, 8, 9 Spiele bislang gemacht hat, ist das natürlich leichter zu sagen, den norde ich jetzt mal ein, als wie wenn ich jetzt Gentner, Gomez und Ginzek zum damaligen Zeitpunkt einnorden, ich benutze das Wort absichtlich nochmal, müsste. Also nicht immer alles negativ sehen, könnte man vielleicht sagen, vielleicht auch mal dann das Positive in diesem Moment suchen, vor allem wenn man offensichtlich wirklich Bedenken haben muss, was die Professionalität von Maffeo angeht. Also scheint ja schon ein bisschen was dran zu sein, möchte ich jetzt mal so behaupten. Es gab noch eine Personalie, die auch für relativ viel Aufsehen gesorgt hat, zumindest in meiner Timeline. Und zwar hat Berkay Özcan den VfB verlassen. 20-jähriges Eigengewächs, kann man schon sagen. Kam zwar in der Jugend vom Karlsruher SC zu uns, aber dennoch war Berkay einer von uns, einer der jungen Wilden, einer der letzten verbliebenen jungen Wilden. Und man war schon so ein bisschen überrascht, dass der VfB diesen Spieler ziehen lässt. Jetzt wurde bekannt, dass man das wohl ja mehr oder weniger gezwungenermaßen getan hat, denn vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick, letztes Jahr wurde Berkay Özcan gefeiert für seine Vertragsverlängerung, Michael Reschke hat sich, ich glaube es war auf der Mitgliederversammlung im Dezember hingestellt und hat gesagt, mit Berkay Özcan und mit Timo Baumgartl konnten wir zwei Eigengewächse länger an uns binden, ich glaube beide haben für 4, 5 Jahre verlängert. Ich glaube, Baumgartl ein Jahr länger, ich glaube, noch länger als dann war Özcan 21 und 22 oder so, also ja, aber langfristig. Und das große Ding war halt, dass Reschke sich damit brüstete, beide würden ohne Ausstiegsklausel hier unter Vertrag stehen. Und das ist natürlich schon ein Faustpfand bei jungen Spielern heutzutage. Wenn das wirklich der Fall ist, ist das absolut begrüßenswert. Und jetzt stellte sich heraus, ja, so ganz ohne Ausstiegsklausel ist es bei Berkay Özcan doch nicht gelaufen, denn es gab wohl die Klausel, dass wenn Berkay in dieser Saison nicht mindestens 500 Spielminuten absolviert, dürfte er im Sommer für 1 Million Euro wechseln. Jetzt gab es praktisch das Interesse von den Hamburgern und es eröffnete sich die Möglichkeit, dass der VfB Berkay Özcan jetzt verleiht für 1,5 Millionen für ein halbes Jahr. Und sollte der HSV aufsteigen, also egal wann, ob das jetzt in dieser Saison ist oder in der nächsten, würden nochmal 1,5 Millionen dazukommen, sprich man würde 3 Millionen Euro für Berkay Özcan kassieren, statt der eigentlich festgeschriebenen 1 Million, weil auf die 500 Spielminuten wäre er so oder so nicht gekommen. Ja, das sind jetzt eigentlich, diese Personalie Özcan bietet so viele Gesprächsthemen. Zum einen möchte ich mal so mit anfangen. Findest du es okay, dass man Özcan in der aktuellen Situation verkauft, auch mit Hinblick darauf, dass Daniel Didavi ja so eine eher fragile Personalie ist beim VfB? Ja, wenn Markus Weinzierl der Meinung ist, dass Özcan halt in der Rückrunde keine 500 Minuten, also hat er in der Hinrunde ein bisschen gespielt, also wenn er keine 5 oder 6 Spiele mehr macht und er sagt, er braucht ihn nicht, dann kann man ihn verkaufen. Ich hätte jetzt gesagt, dann hätte man ihn lieber verliehen, weil man wiederum nicht weiß, wie lange ist Markus Weinzierl überhaupt noch da. Muss man wirklich so sagen. Ne? Also man verkauft ihn jetzt komplett, der ist weg, Kapitel VfB für immer wahrscheinlich erledigt. Ja. Macht halt trifft eine langfristige Entscheidung aufgrund einer Entscheidung eines Trainers, von dem man jetzt wirklich nicht sagen kann, wie lange ist er da. Aber aktuell kann man sagen, wenn Markus Weinzierl sagt, ich brauche ihn nicht, dann kann man ihn
verkaufen. Ja, weil er hat unter Weinziel, gut, er war verletzt, er hat dann kurz gespielt, aber er hat da nicht gespielt, er hat unter dem Korkut nicht gespielt und er auch, hat auch unter Hannes Wolf nicht immer gespielt. Ne? Also das muss man ja auch dann so sehen. Er war nicht erste Wahl, das ist schon richtig. Also glaube ich in der Aufstiegssaison irgendwie, weiß ich nicht, 20, 22, 25 Spiele, also viel gespielt, dann aber auch in der ersten Liga auch jetzt nicht immer. Ne? Und wenn man sagt, hey, ich glaube nicht daran, dass er halt noch so den Riesensprung macht, natürlich kann man dann sagen, dann kann man ihn auch abgeben, klar. Aber ich finde es halt, wie gesagt, gerade schwierig in der jetzigen Situation so langfristige Entscheidungen zu treffen. Genau darum ging es mir. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn du Markus Weinz hier im Endeffekt die Macht darüber gibst, dass man hier einen jungen, auch ein sehr verheißungsvolles Talent, verscherbelt ist vielleicht jetzt zumindest abgibt. Damit tue ich mich nicht ganz so leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn er hier eigentlich keine Perspektive hat und im Sommer sowieso gehen würde. Sein Trainer der Nationalmannschaft, der türkischen Nationalmannschaft, hat ihm ja auch einen Wechsel angeraten, damit er ihn weiter in die A-Nationalmannschaft berufen kann. Dann kommt dazu, dass Berger Özcan offensichtlich ein gutes Verhältnis zu Hannes Wolf pflegt und dann der Wechsel auch nicht ganz so schwer fiel. Also das kommt natürlich auch alles noch mit rein. Aber dennoch. Genau, das ist ja auch die andere Interpretation, ne? Also was machst du, wenn halt einer wie Özcan halt in der Winterpause zu dir kommt und sagt, hey, ich habe ein Angebot vom HSV, ich würde gern wechseln. Und Markus Weinzierl dachte, ja gut, ich brauche ihn eigentlich auch nicht, dann kannst du ja auch nicht sagen, wir setzen dich jetzt mal in der Rückrunde komplett auf die Bank oder auf die Tribüne, aber vielleicht spielst du irgendwann mal wieder bei uns, dann machst du ja auch seine Karriere kaputt. Ne? Also ja. Insofern muss man sagen, dann ist der Wechsel jetzt schon irgendwie auch berechtigt. Ich hab nur ein Problem damit, dass der VfB ja offensichtlich noch keinen Ersatz an der Hand hat. Und das ist das, was ich noch so ein bisschen aktuell so ein bisschen kritisieren möchte. Das kann natürlich jetzt am Donnerstag oder wann der ominöse Deadline Day dann letzten Endes ist. Ich freue mich übrigens schon wahnsinnig. Sebastian, du wirst auch Urlaub genommen haben, kann ich mir vorstellen, dass du den mitverfolgen kannst. Wie immer ein Highlight jedes Jahres, der Deadline Day am 31.01. Sei es drum. Übrigens alle gelb tragen, das ist ganz wichtig. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. Wenn du jetzt dann wirklich niemanden verpflichten kannst, ja, der Özcan ersetzt, einfach nur den Kaderplatz besetzt, weil ich glaube, momentan haben wir einen Spieler weniger als in der Hinrunde im Kader. Wenn ich das, oder? Es sind zwei dazugekommen. Weiß ich gar nicht, kann sein. Aber ich meine, ist die Frage, musst du einen Spieler ersetzen, der sowieso nicht spielt, ne? Also die Didavi ist immer verletzt und dir fehlt darin eine Zentrale jetzt, eine Option einfach. Also du hast ja mit Didavi, haben wir ja schon drüber gesprochen. Eigentlich ist der im besten Fall ein Zugewinn, ja, aber du kannst nicht damit rechnen, dass der jetzt noch 17 oder, ja, das ist ja eh nicht möglich, aber noch 15 Spiele macht für dich. Das ist einfach fahrlässig. So, Castro musste auch rausrechnen, weil der so schwach war als Achter, dass du jetzt dich nicht darauf verlassen kannst, dass der jetzt in der Rückrunde auf einmal voll durchstartet. Und dann hast du halt noch Özcan, den man mit Sicherheit Tempo absprechen kann und der hat auch noch nicht das Bundesliga-Niveau, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, cool, dass der jetzt im Mittelfeld die Strippen zieht oder so, aber immerhin hättest du noch jemanden gehabt, den du reinbringen kannst, ja, wenn es mal wirklich Not am Mann ist. Also mir wäre halt einfach wohler, wenn diese Position doppelt besetzt wäre und nicht wie jetzt eigentlich gar nicht so richtig besetzt ist. Also formal auf dem Papier, klar, gibt's die Didavi und Castro, aber beide ja, haben uns jetzt eher im Stich gelassen in der Hinrunde. Das ist mein Problem, was ich aktuell damit habe. Und da muss man sich natürlich fragen, wie viel ist einem dann das wert, dieses Risiko? Ja, klar, das sind jetzt, im besten Fall kriegen wir jetzt 2 Millionen mehr für Özcan und sparen uns wahrscheinlich auch noch ein bisschen was an Gehalt. Aber auf der anderen Seite wären mir zum Beispiel 2 Millionen Klassenerhalt dann doch wert. Also, was ich meine, mir fehlt halt einfach die Option im zentralen Mittelfeld aktuell. Und Özcan, ja, absolut, weil man sieht ja auch, jetzt hat man halt einen Esswein und Zuber noch für die Außen geholt, aber ja, in der Mitte, ne, da ist halt nichts. Also, wie du sagst, die Didavi, Castro sind halt jetzt nicht die du brauchst. Özcan ist weg. Dann hast du, ich meine, Akolo gibt's noch, aber der wird auch kein Spiel machen unter Weinziel. Der ist ja auch völlig abgemeldet. Und dafür hast du halt hinten dann jetzt mittlerweile, wie viel? 5 Innenverteidiger halt, ne? Also, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Ja, aber also andererseits brauchst du halt, wenn du halt sagst, wenn der Markus Weinziel sagt, Özcan wird bei mir nicht spielen, dann
brauchst du halt nicht mehr. Ne? Also dann kannst du auch sagen, okay, dann nehmen wir halt lieber die 2 Millionen, die der HSV jetzt irgendwie auf Raten abstottert. Das kommt noch dazu, ja. Der HSV kann sich diese hohen Geldbeträge nicht mehr leisten. Wir lachen noch beim VfB, weil wir ja wissen, wir können noch ein paar Anteile verhökern. Ja, das ist ne, Wahnsinn. Also während der VfB mal so im quasi so ein 18-jähriges Innenverteidiger-Talent für 11 Millionen mal so einsackt, ne, muss der HSV jetzt unsere Ersatzbank leer kaufen und die 2 Millionen abstottern. Da sieht man mal, wie sich das verschoben hat und wie nah wir dann sportlich irgendwie doch noch beieinander sind. Also das ist ja ganz erschreckend irgendwie. Es macht einem vor allem Angst, weil man beim HSV schön sehen kann, wie schnell das in Bach runtergehen kann und vielleicht noch extremer dann in Kaiserslautern beobachten kann, wo das enden könnte. Aber früher hätte der HSV gesagt, ihr wollt 2 für einen Özcan, der Kühne gibt euch 5, aber schicken gleich hoch. Ne? Also Da sieht man ja, wo es hinführen kann. Ja, jetzt möchte ich nur ganz kurz, gar nicht so ausführlich, nur so ein paar Dinge ansprechen, die Michael Reschke gestern bei Sky 90 so von sich gegeben hat und kommen dann auch schon zur großen Frage der Woche in dieser Woche. Und zwar, ja, Michael Reschke war zu Gast bei Sky 90, dieser Sky Talk, ja, kennt ihr ja natürlich alle, brauche ich nicht zu erklären. Und im Großen und Ganzen, muss ich sagen, fand ich den Auftritt nicht so schlecht. Wie war dein Gesamteindruck von Michael Reschke gestern Nacht? Oder Abend, besser gesagt. Es war, ich habe, da ich auch nur noch Sky Ticket habe, konnte ich es nicht live, sondern habe ich so ein bisschen nachgeguckt. Ich hatte den Eindruck, ja, also es war sicherlich einer seiner besseren Auftritte und hatte aber schon so das Gefühl, dass er so ein bisschen angenockt irgendwie rüberkam halt, ne? Also, weil jetzt werden die Ziele zu Recht und berechtigterweise ja ganz stark runtergefahren. Also neues Ziel ist Platz 15, also nicht mehr Champions League. Wir werden nichts mit Abstieg zu tun haben und nichts mehr oberes Drittel und bla bla, sondern wirklich Platz 15 und das ist das Einzige, was man braucht und alles andere ist erstmal nach hinten verlagert und ja, wir haben Fehler gemacht, also er macht ja dann schon, also es waren viele Äußerungen dabei, über die man sich natürlich reflexartig aufregen kann, aber im Großen und Ganzen war es einer seiner besseren Auftritte und man hatte so den Eindruck, als ob sie jetzt auch wirklich verstanden haben, dass es jetzt halt wirklich nur noch darum geht, halt irgendwie diese Saison zu Ende zu bringen und das halt auf dem Platz, der besser ist als 16, was dann natürlich wieder als Konsequenz hat, dass man wieder eine Übergangssaison hat, aber in der Situation sind wir jetzt halt, ne? Es geht halt wirklich nur noch um den Nichtabstieg und das scheint sich jetzt begriffen zu haben und vor der Winterpause war ich mir dessen nicht ganz so sicher, ob man nicht in der Mercedesstraße denkt, dass man automatisch wieder so eine Rückrunde spielt wie in der letzten Saison. Die Hoffnung war vielleicht sogar wirklich da, aber ja, die ersten beiden Spiele haben, glaube ich, gezeigt, dass das eine harte Nummer werden wird, jetzt hier in der Rückrunde die Klasse zu halten. Man muss so ein bisschen darauf hoffen, dass es einfach noch 2, im besten Fall 3 Blindere gibt. Ich fand eine Aussage noch sehr interessant, die eigentlich extrem richtungsweisend ist für Michael Reschke, weil er gesagt hat, natürlich trägt er die Verantwortung für den Kader, für die Zusammenstellung und letzten Endes für die aktuelle Situation. Was für mich schon bedeutet, sollte der VfB absteigen, wäre das auch Reschkes aus. Also ist natürlich jetzt schon ein bisschen von mir weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich würde sagen, wenn jemand sich klipp und klar hinsetzt und sagt, ich trage die Verantwortung für die aktuelle Situation, ein Abstieg wäre definitiv weit unter dem, was man sich vorgenommen hat, dann müsste das eigentlich bedeuten, Michael Reschke würde die Konsequenzen daraus ziehen. Ja, also ein Abstieg, wenn es soweit kommt, wird sicherlich Konsequenzen nach sich ziehen. Im Endeffekt, vielleicht stehen wir dann auch wie vor 2 Jahren, 3 Jahren dann so da und haben weder einen Sportvorstand noch einen Präsidenten noch einen Trainer. Weiß ich nicht. Ne? Also, aber ich glaube halt auch, dass jetzt gegen Freiburg und Düsseldorf mindestens 4 Punkte her müssen, weil wenn das nicht passiert, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch dann schon personelle Konsequenzen gibt. Also Markus Weinzierl hat von 12 Spielen 9 verloren. Also ich möchte ihn nicht rausreden, aber ich denke, dass die nächsten beiden Spiele für ihn extrem wichtig werden. Und ich glaube, man darf eigentlich keins von den beiden verlieren, wenn man nicht riskieren will, dass irgendwie die Stimmung komplett kippt und dass der Verein dann auch wieder in irgendeiner Art und Weise reagiert. Ob es jetzt dann gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Das heißt, wenn er von 12 Spielen 9 verloren hat, hat er 2 gewonnen. Ja, oder? 3. Gab es 3 Siege? Ich dachte, es gab 2 Siege, ein Unentschieden, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nürnberg. Was haben wir gewonnen? Wir haben Nürnberg gewonnen, wir haben Hertha, Augsburg gewonnen und wir haben Berlin Hertha, gewonnen, genau, oder? Ja. Sind 3 Siege. Wir haben keine Unentschieden. Ja. Ich glaube, also wirklich 12 Spiele, 9 Niederlagen. Stimmt, und das ist natürlich jetzt mal ganz isoliert betrachtet eine Bilanz, mit der du eigentlich als VfB-Trainer rausgeworfen wirst halt. Ne? Also ich, wie gesagt, ich hoffe, wir holen jetzt mindestens 4 Punkte und das stabilisiert sich, weil er hat ja
Er ist ja wahrscheinlich, oder er ist ja kein schlechter, aber die Bilanz ist halt miserabel, ne? Also das muss man ja schon so festhalten. Das will ich auch nochmal sagen. Ich plädiere absolut nicht dafür, hier die Trainer nochmal in der Rückrunde zu wechseln oder den Trainer zu wechseln. Aber ich weiß halt ungefähr, wie das hier läuft beim VfB. Ich meine, wir sind alle gebrannte Kinder. Das läuft halt ja nicht so, dass man die Geduld hat und die Jungs dann machen lässt und sagt, okay, wir müssen jetzt zusammenhalten und gemeinsam kommen wir da raus. Beim VfB dreht sich das Rad dann immer schneller und dann wird halt der eine Trainer rausgekegelt und der andere springt direkt auf. Also das ist halt einfach das, was wir hier regelmäßig erlebt haben. Und mir wäre es auch recht, wenn wir von diesem Karussell mal irgendwann vielleicht nicht absteigen, aber zumindest mal ein bisschen langsamer fahren könnten, weil diese ständigen Trainer. Genau, aber es wäre halt schön, dass wir halt gar nicht erst auf das Karussell aufsteigen müssen, sondern halt irgendwie die richtigen Entscheidungen vorher treffen, weil man muss ja sagen, ne, also wie die Saison jetzt auch immer dann weitergehen mag, wenn man irgendwann in einer Situation ist, wo man der Meinung sein könnte, dass ein Trainerwechsel die einzige Option ist, um nicht abzusteigen, dann muss man diese Option halt auch ziehen. Ne? Also lass Hannover jetzt durch den Doll-Effekt wieder ein paar Spiele gewinnen oder so. Ne? Und wir dümpeln halt weiter da so hin. Also nach, jetzt hast du Freiburg und Düsseldorf, dann kommt Leipzig. Ne? Also es wird ja alles nicht einfacher. Und du musst jetzt punkten und ansonsten muss man halt echt überlegen, wo man bleibt. Und ich denke, dass der Abstieg halt dann wirklich um jeden Preis vermieden werden muss, egal welche personellen Konsequenzen das dann nach sich ziehen würde. Was ich vorhin ja schon angesprochen habe, dass es eine gewisse Parallele gibt mit Eigentore, also zur Abstiegssaison hin, dass wir da auch relativ viele Eigentore kassiert haben. Eine weitere Parallele konnte ich ausmachen in den sogenannten Expertenmeinungen. Da hört man nämlich immer wieder, Mensch, der Kader ist zu gut für den Abstieg. Und genau das haben wir 15, 16 auch immer wieder bescheinigt bekommen. Die Qualität ist zu groß. Wenn man sich mit den anderen Mannschaften da unten misst, das kann nicht sein, dass man dann am 34. Spieltag auf dem Abstiegsplatz landet. Ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Wie siehst du das? Meinst du, dass Reschke und insbesondere natürlich Weinz hier das besser einschätzen als so ein Didi Hamann, der davon spricht, wie gut eigentlich der Kader sei und man müsste ja eigentlich locker einen einstelligen Tabellenplatz erreichen mit dem Kader, den der VfB aktuell vorzuweisen hat? Also ich glaube, mittlerweile wissen sie das. Ne? Das hat ja, glaube ich, Wolfgang Dietrich auch im Verlauf der Hinrunde gesagt, dass das einzig Gute an der Situation ist, dass man jetzt schon so früh in der Saison hinten drin steht, dass man jetzt echt weiß, okay, wir gehören da auch in dieser Saison hin. Ist ja nicht so, wie dann auch in der Abstiegssaison, wo man dann irgendwie furios halt dann in die Rückrunde gestartet ist, dann irgendwie von Europa geträumt hat und dann wieder hinten reingekommen ist, sondern wir stehen ja seit ewigen Zeiten, eigentlich von Saisonbeginn an da hinten drin, sodass es eigentlich auch der Letzte gemerkt haben sollte, dass der Kader vielleicht die Qualität hat, um nicht dort zu stehen, aber die Situation nicht die ist, dass die Qualität des Kaders irgendwas mit dem Tabellenplatz zu tun hat, sondern dass es halt völlig abgekoppelt ist, ne? Weil da können jetzt auch die beste Mannschaft hinten drin stehen und keine Spiele mehr gewinnen, sondern dass jetzt einfach der andere Tugenden dann gefragt sind. Und ich denke, dass Markus Weinzierl das sowieso schon gesehen hat und Michael Reschke mittlerweile auch. Michael Reschke hat auch ausgeschlossen, dass wir den Trainer nochmal wechseln. Das war der Aufhänger für meine Frage der Woche. Also Reschke wurde sehr konkret darauf angesprochen, ob Markus Weinzierl bis zum Ende der Saison Trainer bleiben wird. Und er hat dies bejaht. Deswegen fragte ich danach, wechselt der VfB in der laufenden Saison nochmal den Trainer? 63% haben auf Twitter mit Ja gestimmt, 37% mit Nein. Sebastian, wo würdest du dich eingliedern? Bei Ja oder bei Nein? Ich würde das gerne nach dem Freiburg-Spiel beantworten. Also das ist jetzt, ich würde sagen, die nächsten zwei Spiele sind komplett entscheidend. Ne? Ja. Also wenn du jetzt gegen Freiburg so spielst wie gegen Mainz und schießt die zwei Tore nicht mehr, die in den letzten 10 Minuten gefallen sind und du verlierst das Ding 0-2, 1-3, 0-3, ich glaube, dann kann es schon soweit sein. Ne? Dann wird die Stimmung im Stadion komplett kippen. Das war ja gegen Mainz schon ansatzweise so. Und selbst wenn du gegen Freiburg nicht gewinnst, darfst du eigentlich auch keine Niederlage dann gegen Düsseldorf leisten. Also ich glaube, wenn man jetzt gegen Freiburg und Düsseldorf nicht mindestens 4 Punkte holt, dann wird es eine 3-Trainer-Saison. Ja, ich tendiere auch in diese Richtung. Also ich möchte mich noch nicht ganz so konkret festlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch 2 Unentschieden erstmal reichen, um nochmal Leipzig zu bekommen als Möglichkeit und von mir aus dann sogar die Möglichkeit bis zum Hannover-Spiel noch bekommt, weil die ja dann doch auch so ihre Probleme haben. Da muss man wirklich mal abwarten, was ein Thomas Doida bewirken kann.
Aber ja, also dieses Spiel jetzt gegen Freiburg finde ich wirklich extrem wichtig. Also wenn das schief geht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass in Düsseldorf schon so eine Art vorentscheidendes Spiel stattfindet. Wenn er das dann auch verliert, dann wird's extrem eng. Also das ist einfach hier die Situation beim VfB. Das ist von mir nicht gewünscht, aber es geht ja dann einfach auch im Blätterwald ab und es gibt dann auch immer mehr Fans, die einfach nach Veränderungen rufen und sich einfach erhoffen, dass ein neuer Trainer nochmal einen neuen Schwung reinbringt. Und du hast es ja auch gesagt, wenn es die Überzeugung gibt, dass es einen anderen Trainer gäbe, der den Abstieg verhindern kann, dann kann man natürlich nicht an Weinz hier festhalten, nur weil man jetzt von dem Trainerkarussell runter möchte. Die Saison ist im Arsch und jetzt gilt es halt irgendwie, diese Liga zu halten, weil ein erneuter Abstieg eigentlich eine absolute Vollkatastrophe wäre. Punkt. Und wahrscheinlich auch drastischere Folgen haben dürfte, wie der letzte Abstieg. Also von daher, ich hätte wirklich ein massives Problem damit, wenn wir den Trainer wechseln. Aber wenn es die einzige Möglichkeit ist, um die Klasse zu halten, und dafür hast du ja noch nicht mal eine Garantie, wenn du diesen Trainerwechsel vollziehst, ja, dann muss man zu solchen Mitteln greifen. Ja, weil ich erkenne halt einfach auch nicht unbedingt einen großen Fortschritt in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Taifun Korkut. Ab und zu blitzt mal was auf. Aber so im Großen und Ganzen, die großen Schritte haben wir noch nicht gemacht unter Weinziel, oder? Nee, eben, sag ich ja, ne? Also ja. Es gibt irgendwie keine Stammelf, jetzt spielst du klar gegen München, dann stellenweise ganz okay, Konterfußball, aber gegen Mainz und gegen Schalke hat es ja irgendwie 60% Ballbesitz, also was spielst du jetzt dann gegen Freiburg, ne? Wieder Ballbesitz oder doch eher Konter, spielst du mit Andy Beck oder doch Gonzalo Castro oder, also ja. Für mich irgendwie heißt das, tue ich mir auch schwer, es ist ja nicht so, dass man sagt irgendwie, hey, der Weinz hier muss unbedingt bleiben, weil der spielt so erfrischenden Fußball, leider stimmen die Ergebnisse nicht oder das ist so ein netter Kerl und er lässt die Jungen spielen, aber das Ergebnis passt noch nicht, aber irgendwie, das geht halt nicht wirklich voran, ne? Und ja, wie gesagt, 9 von 12 Spielen verloren, also das ja. Ist halt einfach Fakt. Für mich heißt das Schlüsselwort jetzt vor allem für das Spiel gegen Freiburg Mut, also das braucht's einfach. Markus Weinz hier kann ruhig aus meiner Sicht wieder mit einer mutigen Aufstellung beginnen. Das kann ich dann auch eher verzeihen, ja, wenn das dann vielleicht nicht 100% funktioniert, als wie wenn er dann erneut so Typen wie Aogo, nichts gegen ihn persönlich, habe ich glaube ich auch oft genug schon gesagt, und Gomez aufstellt und man wieder so ein dahin plätscherndes Spiel bekommt. Ab und zu geht man eine Flanke in die Richtung von Gomez und man denkt sich, oh Mensch, den hätte er ja machen können. Nee, lass die Jungs ran, die in München sich nicht so schlecht verkauft haben. Spiel mutig wäre meine Empfehlung in Richtung Markus Weinz hier. Und ja, habt die Eier in der Hose. Jetzt zählt's. Ich meine, es gibt jetzt wirklich wenig Grund noch zu taktieren. Es muss jetzt einfach was passieren. Und so wie er es bislang gemacht hat, war das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Ich habe die Hoffnung, dass Weinz hier weiterhin ein gutes Händchen beweist, bei diesen entscheidenden Spielen, weil das ist ihm ja bislang immer geglückt, gegen Nürnberg, gegen die Hertha, gegen Augsburg, das waren ja alles so Spiele, wo man von extrem wichtigen Spielen gesprochen hat, nicht, dass die anderen weniger wichtiger waren, aber natürlich gegen Nürnberg und gegen Augsburg waren die Siege enorm wichtig und vielleicht beweist er dieses glückliche Händchen dann auch am Sonntag gegen Freiburg und man kann die mit nach unten ziehen, so möchte ich es mal sagen. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass Pavard wieder wahrscheinlich einsatzfähig ist. Heißt, er sei schmerzfrei annähernd wieder bei 100%. Man möchte jetzt das Training, die Belastung von Tag zu Tag steigern. Also das wäre mit Sicherheit nicht schlecht, wenn er zurückkommen könnte. Bei Baumgartl, du hast es schon angesprochen, weiß man nicht so richtig, ob die Gehirnerschütterung was Größeres ist oder ob das vielleicht dann auch reicht bis zum Sonntag. Auch Badstuber müsste ja eigentlich wieder zur Verfügung stehen bis Sonntag. Ja, also eigentlich sieht's ja gar nicht so schlecht aus. Er hat Optionen und wenn es was Positives gibt aus den letzten Wochen, dann ist es so, dass die Mannschaft schon immer mal wieder Moral bewiesen hat. Also das kann man ihr jetzt einfach nicht absprechen. Auch nicht gegen Mainz. Sie haben weitergemacht. Sie haben diese 2 Tore geschossen. Auch wenn das, ich möchte das nicht schönreden, aber es war trotzdem so ein Moment, wo man sagen konnte, okay, sie kämpfen wirklich bis zur letzten Minute, auch wenn das manchmal ein bisschen bescheuert aussieht. Das sieht halt wirklich aus wie ein kleines Kind, das ständig hinfällt ohne Stützräder, wenn es Fahrrad fährt. Ja, so sieht's wirklich aus. Aber irgendwann schafft's mal einen Meter oder zwei und man denkt sich, komm ey, morgen, da schaffst du die 10 Meter oder bis zur Bushaltestelle oder was weiß ich. Das ist das, an was ich mir jetzt so ein bisschen hochziehen möchte. Und vielleicht gelingt es dann gegen Freiburg. Ich habe die Hoffnung, gebe die einfach noch nicht auf.
Die Hoffnung habe ich auch, vor allen Dingen, die Hoffnung, die ich auch habe, ist, man müsste ja einfach nur 90 Minuten hinlegen, in der man halt keinen krassen Fehler macht. Ne? Also ja. Mal ein Spiel, ein Heimspiel, in dem Ron-Robert Zieler nicht unterm Eckball durchtaucht und ein Heimspiel, in dem man vielleicht kein Eigentor schießt und ein Heimspiel, in dem, weiß ich nicht, Santi Ascasibar den Ball nicht für einen Gegner auflegt und kein Eigentor macht, sondern halt mal so spielt, wie in der ganzen, wie er sonst halt immer spielt. Ne? Und mal ein Spiel, wo dann Mario Gomez halt doch mal ein Tor schießt, aber einfach nur hinten keine Fehler machen, das reicht ja eigentlich gegen Freiburg, oder könnte es schon reichen zumindest, und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, ne? Man muss ja gar nicht darauf hoffen, dass irgendwer fit wird oder irgendwer einen besonders geilen Tag hat, sondern einfach alle mal fehlerfrei spielen, das wäre ja schon ein ganz großer Fortschritt. Und das ist ja nicht zu viel verlangt eigentlich. Normal, nee, ganz bestimmt nicht. 90 Minuten konzentriert und mutig Fußball spielen und dann bin ich mir sicher, dass man gegen Freiburg 3 Punkte im eigenen Stadion holen kann und dann sieht man weiter. Geht jetzt sowieso erstmal nur von Spiel zu denken und nach Freiburg guckt man nach Düsseldorf. Jetzt zählt's am Sonntag. Es gibt noch genügend Tickets, also wenn ihr die Möglichkeit habt, dann guckt doch vorbei. Es gibt auch eine aus meiner Sicht ganz interessante Aktion vom VfB, dass man 2 Gegentribünen-Tickets kaufen kann. Und noch so eine Regenjacke, nenne ich es jetzt einfach mal, so eine Soft-Shell-Jacke dazu bekommt, das Ganze für 80 Euro. Das ist ganz okay. Also das kann man mal machen, wenn ihr einen Freund habt, mit dem er ins Stadion geht, dann kriegt er noch eine Jacke mit oben drauf. Macht das, nutzt das aus und schaut mal vorbei. Und wenn ihr schon da seid. Als Werbung eigentlich kennzeichnen. Oh, ja, das ist auch noch so ein Thema gewesen. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich im Auto saß und ja Sky geguckt habe. Stimmt, das könnte man jetzt auch nochmal aufmachen, dass jetzt in Zukunft die Aufstellungen immer von Betano präsentiert werden. Wobei, da habe ich auch gedacht, eigentlich ist es mir scheißegal, von wem die Aufstellungen präsentiert werden, solange es vernünftige Aufstellungen sind. Also da kann das von mir auch sonst wer präsentieren. Hauptsache, das ist halt eine Aufstellung, mit der wir auch Punkte holen. Dann weiß ich nicht. Dann kann es auch Gazi sponsern oder sonst wer. Ne? Mir völlig wurscht. Oder Kick oder sonst wer. Hauptsache, es ist eine vernünftige Aufstellung. Naja, bei Kick da. Können wir nochmal drüber sprechen, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Nee, aber das stört natürlich auch nur in der aktuellen Situation. Sind wir doch mal ehrlich. Würden wir jetzt hier eine erfolgreiche Runde bislang spielen und auf einmal würde dann Betano unsere Aufstellung präsentieren, dann wäre das mal ein Schmunzler am Rande und es würde irgendwie 4, 5 Memes zu diesem ganzen Thema geben und dann wäre das Ding einfach durch und jetzt ist es halt dann so ein Aufreger, ja, über den man dann diskutiert. Geht eigentlich aktuell völlig an der eigentlichen Situation vorbei. Genau, aber ich finde es halt okay, dass man halt mal dass die Fans auch mal kurz sagen, hey, wir merken das schon und wir finden es vielleicht nicht besonders gut, anstatt das irgendwie alles stillschweigend hinzunehmen. Da kann man dann relativ schnell drüber hinweggehen. Ich habe dich ja diese Woche schon als Stimme der Vernunft bezeichnet und das stellst du mal wieder unter Beweis. Finde ich sehr gut. Das ist gut. Das ist eine Qualität, die man alles für den Erfolg, ja. Ja. Da müssen wir unsere ganze Energie für den Klassenerhalt uns aufsparen. Da können wir uns jetzt nicht in solchen Nebenkriegsschauplätzen verzetteln. Ja, was du für Lobeshymnen abbekommen hast am Donnerstag beim Tweetpass, also da könnte man nochmal eine komplett neue Sendung hier aufnehmen, um das alles dir mitzuteilen. Also es gefällt den Leuten sehr gut, wie du dich als Mitpodcaster hier einfach verhältst. Und du giltst ja als beruhigendes Element mir gegenüber und das kann ich nur unterstreichen. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Ich möchte noch zum Schluss ein Thema ganz kurz ansprechen, das am Freitag mal kurz aufkam. Und zwar ging es um unser Clubrestaurant, das ja jetzt nicht mehr 1893 heißt, sondern Clubrestaurant bei Braun. Das ist ein bisschen komisch, wenn einmal Deutsch und einmal Englisch. Also Clubrestaurant bei Braun. Da hat sich das Gerücht verbreitet, man müsse, wenn man da rein möchte, zum einen ja einen gewissen Dresscode pflegen, also am besten im Anzug oder ja mit einem Hemd oder so. Und man müsse zwingend reservieren. Und da haben sich dann natürlich sofort die Leute drüber aufgeregt, vor allem auf Facebook, wie mir das zugetragen wurde. Ich habe es dann so gemacht, bevor ich mich mit aufrege, rufe ich doch einfach mal an und frag mal nach, wie das so ist. Und ich habe es auch aufgezeichnet, aber ich kann euch sagen, die Herrschaften sind nicht so besonders scharf darauf, dass ich das hier abspiele. Also kann ich es einfach so mitteilen. Also es gibt keinen Dresscode. Man sollte nicht unbedingt mit Badelatschen da vorbeikommen. Aber es sind auch Jugendspieler und Betreuer im Restaurant, die dann mit Trainingsanzug da rumlaufen. Also das ist nicht irgendwie zwingend erforderlich, dass man jetzt hier im besonders feinen Zwirn oder am besten im Dreiteiler da ankommt. Also ihr könnt euch gepflegt ganz normal anziehen, wie man sich halt ansieht, wenn man in ein Restaurant geht oder in eine Clubkneipe.
Und zum Thema Reservierungen, die werden ab einer Gruppe von 4 Personen vor allem über die Mittagszeit empfohlen. Ja, das heißt aber nicht, dass man überhaupt nicht reinkommt, wenn man nicht reserviert hat. Wenn es einen Platz gibt, kommt man natürlich rein. Wenn es keinen Platz gibt, dann ist das wie in jedem anderen Restaurant. Da hast du halt Pech gehabt oder musst halt warten. Also alles halb so wild. Wenn es mal solche Themen gibt, ruft an. Also die Herrschaften haben auf mich einen sehr, sehr freundlichen und zuvorkommenden Eindruck gemacht. Und ja, manchmal kann man die zunächst etwas größeren Probleme durch ein einfaches Telefonat direkt aus der Welt schaffen. Gern geschehen. So. Gut, Sebastian, dann sind wir eigentlich durch oder habe ich irgendwas vergessen? Du lachst nur. Ja, also ich muss gestehen, ich war weder im 1893 noch jetzt im Dingsbums bei Braun. Deswegen kann ich da jetzt gar nichts zu sagen. Ich ja auch nicht. Also ich war weder im 1893 und bei Braun da. Das ist mir viel zu kompliziert, das alles auszusprechen. Viel zu viele Bs und nenn's doch einfach 1893, fand ich schon ganz gut. Gut, also wir sind durch, wir haben keine Themen mehr. Es zerfleddert hinten raus, wie immer. Heute habe ich mir vorgenommen, das ganze Ding schnell, kurz und bündig zu beenden. Ich verweise auf Sebastians phänomenalen Twitter-Account, der zum einen @butze heißt und der andere ist der weltbeste Blog zum Thema VfB, nämlich der vertikalpass.de, und den findet ihr auch auf Twitter unter @vertikalpass. Jetzt hätte ich fast nochmal Butze gesagt, aber es ist @vertikalpass. Bitte folgen, großartiger Content. Danke dafür an dieser Stelle, Sebastian. Hat mich auch diese Woche wieder toll unterhalten. Mich findet ihr unter @rickypalm. Vielleicht sollte ich nochmal buchstabieren, RIKYPALM, so ist es richtig, denn ja, ich habe gesehen, es gibt auch ein paar, die schreiben dann CK, so schreibt man es ja eigentlich, aber meine Mutter war ein ganz verrücktes Huhn und hat das C weggelassen. So, und dann gibt es natürlich hier auch noch einen Twitter-Account für diesen kleinen Podcast, @VFBSTR, da gibt es jetzt nicht irgendwas, was ich noch erklären müsste, das sollte selbst erklären sein, der Twitter-Handle. Wenn ihr irgendwelche Kommentare zur Sendung loswerden wollt, dann könnt ihr die an @VFBSTR auf Twitter mir zukommen lassen. Ich reagiere in der Regel dann immer darauf und antworte auch, wenn ihr ja, Kritik oder einfach nur so eine Meinung mal kundtun wollt. So, jetzt bin ich fertig und bedanke mich bei dir, Sebastian, für eine weitere wundervolle Sendung und für einen schönen Abend und hoffe, und wirklich, ich hoffe es, dass wir nächste Woche dann endlich über 3 Punkte sprechen. Und zwar 3 Punkte für unseren VfB. Ja, gerne. Also schön, wieder dabei gewesen zu sein. Und das wäre mal was, ne? Irgendwie am Montag über einen Sieg zu sprechen, der dann erst, 27 Stunden her ist oder so. Oder nee, weniger. Also 24 Stunden eigentlich her ist. Das wäre toll. Freudetrunkend. Da freue ich mich jetzt schon drauf, glaube ich. Also ich bin da ganz, ich gehe da ganz, ganz optimistisch ins Spiel. Ja, wir senden erst wieder, wenn wir gewonnen haben. Oh, das okay. Also, ich wünsche was. Bis dann. Ciao. Genau, mach's gut. Ciao.